We look at death from a selfish side, like, you know, that guy died. Oh, it's so sad. Why is it sad? He's away from all of this bad stuff that's here on Earth. He's, I mean, at the worst, he's just somewhere quiet, no nothing. At best, he's an angel, or he's at the next existence, or he's a spirit somewhere, you know. What is so bad about that? It's only bad for the people who he left. Aber ich hätte, also in den ganzen Jahren hätte ich nicht gedacht, dass er der Erste ist, der geht. So. Also man hätte tausendmal fragen können und ich hätte mich niemals, hätte ich gesagt, so spekuliert, dass er der Erste ist. Ja. Aber das ist die Geschichte, ja. Wie ihr gemerkt habt, wird das eine etwas andere Folge als sonst. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Alter. Das, wir haben vor kurzem unseren Bruder Hakam El-Sukni verloren. Und dieser Podcast ist mehr oder weniger eine Hommage und auch eine Widmung an ihn, weil er nicht nur Hakims Bruder war und auch nicht nur, weil er unser Bruder war, sondern weil er auch einen riesigen Impact auf nicht nur uns, sondern auf viele andere Menschen hatte. Weil er auch eine Person der Öffentlichkeit war und auch viel gemeinnützige Arbeit geleistet hat, die sowieso zu seinen Lebzeiten schon zu wenig honoriert wurde. Der wir aber jetzt nochmal so ein bisschen Nachdruck verleihen möchten. Einfach sein Leben, obwohl das eigentlich unmöglich ist, aber sein Leben ein bisschen aufarbeiten möchten, so in einer gewissen Zeitspanne, sofern man das überhaupt kann, einfach ein Bild euch zu vermitteln, was ein Mensch imstande ist zu schaffen, wenn er von irgendwo kommt, wo er vielleicht diese Chancen gar nicht selbst gesehen hätte und auch vielleicht auch gar nicht so in die Wiege gelegt bekommen hat, wo er selber für kämpfen musste, wo andere es vielleicht sogar nicht mehr erwartet hätten, vielleicht sogar Eltern, Freunde, Kollegen, was auch immer. Deswegen lass uns mal versuchen, erstmal zu erklären, was passiert ist. Willst du, Cenk? Ja, ich kann versuchen, erstmal einzusteigen. Das war ungefähr vor 3 Wochen, dass wir uns verabredet hatten zum Basketball und dann von einem Moment auf den anderen quasi ein Einschnitt kam, mit dem wir alle nicht gerechnet haben, dass er das Herz versagt hat und wir letztendlich die Todesnachricht nur noch von dem Arzt bekommen haben, dass die gesagt haben, nach mehreren Stunden, wir haben versucht, ihn zu reanimieren, aber letztendlich hat das Herz versagt und Ja, Mann, wir haben einfach Basketball gespielt. Einfach getroffen zum Basketball und vielleicht fängt man da so ein bisschen an, so was das, es gibt tatsächlich positive Dinge bei der ganzen Geschichte so, dass wir alle dabei waren. Ja. Ich glaube so... Mit alle meinst du nahe Freunde, die engsten Freunde. Also wir haben so eine Clique von 10 Mann, so, weißt du, die immer irgendwie zusammen unterwegs sind. Und dass er letztendlich auch so in meinem Arm gestorben ist, ist fast schon irgendwie eher krasse Wendung, so, weißt du. Also wir waren alle dabei, ist wie so, und wir haben uns lange nicht gesehen, wegen dieser Corona-Phase. Ja. Haben wir uns alle übertrieben lange nicht gesehen. Und ich find's krass, also dass wir so am Ende irgendwie doch alle zusammen waren auf diesem Platz, wo er aufgewachsen ist, also am Südpark, am Basketballplatz, ist schon irgendwie gleichzeitig schon wieder zu sagen, okay, er hat sich verabschiedet so, ja. Also an alle waren ist da. Ist irgendwie da zu Ende gegangen, wo es angefangen hat, mehr oder weniger. Ja, so ungefähr. Ja. Das war echt, gerade diese Zeit, wo man sich lange nicht gesehen hat, wo man dann irgendwie über WhatsApp, glaube ich, hauptsächlich Kontakt gehalten hat. Voll, ja. Dann alle haben gestrahlt, also ich glaube, es war echt so ein unglaublicher Moment. Jetzt, wenn man so zurückblickend halt, dass man sagt, krass, dass alle da waren, dass man sich irgendwie am Ende noch alle verabschieden konnte. Krass, also, ne? Ja. Und eigentlich mit dem Spiel, mit dem alles verbunden war. Also, ja. Und vielleicht sollte man mit der Positivität auch an die Sache rangehen. Absolut. Weil
Tod ist eine sehr, sehr traurige Sache. Wir werden wahrscheinlich in dieser Folge noch oft genug darüber reden. Aber Hakam, und deswegen möchten wir, dass diese Folge eigentlich eher positiv wird. Natürlich wird euch das eine oder andere zum Nachdenken animieren. Aber Hakam hat so viel Positives bewirkt, dass wir auch einfach, wir wollen nicht nur seinen Tod gedenken, wir wollen auch sein Leben zelebrieren, ja, und zeigen, ey Alter, da waren so viele coole Momente. Und so wie das Leben dazu gehört, gehört natürlich auch der Tod dazu. Aber wir wollen, also Hakam würde, glaube ich, nicht wollen, dass wir hier sitzen und Trübsal blasen. Nee, ich glaube, der würde sagen, Bro, pack meine besten Stories aus. Ja. Und um das zu machen, müssen wir eigentlich ganz zurück an den Anfang. Ja, Mann. 82 geboren in Neuss. Er ist tatsächlich nicht am Baldhof geboren. Ah, der hatte mal gemacht auf Baldhof, Bro. Der ist gar kein Baldhof. Er ist kein Original. Er ist mit 2 oder 3 sind die zum Baldhof gezogen. Meine Eltern, mein Bruder. Wie viele Geschwister seid ihr? Ja, mein Bruder ist der Älteste. Dann kommen noch 2 Schwestern und dann komme ich. Ich bin mit meiner, also die jüngere Schwester, die einzigen, die am Baldhof geboren sind. Ach, krass. Du bist der Real Baldhof. Ich bin Real Baldhof Pomona, oder? Und ja, 82 geboren, genau, 82 geboren. Ich glaube, so mit, ich glaube, 84, 85 sind die dann zum Baldhof gezogen. Ey, klassische Siedlung. So, also die Story von meinem Bruder, wenn ich die letzten 3 Wochen mir reinziehe. Also klar, mein Bruder ist ein anerkannter Akademiker, islamwissenschaftlicher Relevanz, so für die Medien auch gewesen und sowas. Ja. Aber die Story beginnt viel weiter hinten in der Siedlung. Und auch ganz anders ganz eigentlich. Ganz anders, genau. Also wir haben gerade die Internetseite hast du vorgelesen, ja, seine Biografie, genau, die eigentlich ab dem Studium beginnt. So. Ja. Und keiner, also es, eigentlich ist es krass, was vor dem Studium war. Und das war halt eine Zeit in einer Siedlung, wo so, ja, Arbeitslosenquote übertrieben hoch. Bro, Hood einfach. Hood, genau. Es ist, um es so einfach zu möglich zu sagen, eigentlich Hood. So. Ja, Siedlung einfach. Hochhäuser, die Mittelwand, sehr wenig, aber sehr behütet aufgewachsen trotzdem. Weißt du, also voll die positive Zeit. Der hatte so 3 Freunde, mit denen er dann aufgewachsen ist, bis der 17, 18, 19 war. Also bis Anas sogar bis heute sein bester Freund gewesen. Und ja, es ist verrückt, woher er kam und was er dann geschafft hat. Also von, ich glaube, 2 oder 3 Mal sitzen geblieben, 3 Schulwechsel, 3 Schulwechsel, genau. Also vom Gymnasium auf die Realschule, von der Realschule auf die Gesamtschule und dann voll durchgehasselt. Und ey, mein Vater hat sogar am Ende gesagt, Alter, ey, wenn das dir was hört, so, dann muss schon ein Wunder passieren. So. Ja, weißt du? Also ja, er hat echt. Und dann kam so 10. Klasse, kam voll die Wende. Der hatte eine harte Phase in der 10. Klasse. Da war so Stories, die man jetzt nicht so unbedingt erwähnen muss. Weißt du? Und ey, wollte sich trotz seinem Background oder seinem Lifestyles, wollte er sich bei der Polizei bewerben. Aus keiner Kraft bis Bruder, heute. Das macht über Hakam, Polizei, Bruder, das... Es macht einfach keinen Sinn. So. Ja. Aber, und vor allem zu seiner damaligen Phase. Also die Polizei war eher nicht so sein Freund zu der Zeit, weißt du? Und trotzdem, irgendwas hat ihn geritten zur Polizei. Ich glaube, Bruder, wenn er, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich glaube, wenn er zur Polizei tatsächlich gekommen, Bruder, der wäre Oberkommissar geworden. So oft wie der alleine dich verhaftet hätte in dem Jahr. Genau, aber echt. Genau, bei mir musste er später oft Sheriff spielen, der Arme. Ja, aber der ist dann, ey, der Polizist hat ihm dann gesagt. Der Polizist selber hat dann gesagt, Jung, mach dein Abitur und dann kannst du nochmal zurückkommen. Und keine Ahnung, warum ihn das getriggert hat, den Hakam. Und es hat ihm gesagt, okay, weißt du was, scheiß drauf, dann mach ich mein Abitur. Aber voll planlos. Also er hat immer erzählt, voll planlos sein Abitur gemacht, eigentlich gar nicht mit einem Ziel so. Und dann hat er seine Frau kennengelernt, auch sehr jung. Also der hat auch, also so viel Chaos, wie es gab, hatte der auch immer irgendwie so Bilderbuch-Stories auch zwischendurch, weißt du? Also seine Frau mit 16, 17 kennengelernt. Ihr wisst, Frauen bringen einen manchmal so auf den geraden Weg. Bro, ich sag dir ehrlich, ne? Ich kenne Hakam gar nicht ohne seine Frau. Ja, ja. Also es gibt nur diese Kombination. Das, ja, das ist krass, ne? Ja. Man kennt die echt nur zu zweit. Das ist einfach echt, Alter. Genau. Für viele auch ein Vorbild gewesen. Also gerade was so in der Richtung angeht, dass man da schon für sich entschieden hat, okay, ich gehe jetzt mit 16, 17 bis, keine Ahnung. Die Ewigkeit. Bis, ja, genau. Nee, war, also Vorbild begann schon für mich als kleiner Junge natürlich. Ja. Ne? Überall rumlaufen, ne? Ich bin der kleine Bruder von Hakam. Also auch
abgesehen von guten Dingen, es waren auch einfach so, wenn es Stress gegeben hat, so, ey, ich bin der kleine Bruder von Hacker, weißt du, okay, lass den in Ruhe. Weißt du? Und später deutschlandweit, egal wo ich war, und ich war irgendwie so auch in seiner Szene irgendwie vielleicht unterwegs, und es hat sich ja immer irgendwie gekreuzt, so. Das heißt, das, was ich mache, die Welt ist immer kleiner. Genau, die Welt ist immer klein. Und dann, ich hab's trotzdem nicht gecheckt. Für mich war das ganz normal. Für mich war es ein Codewort. So, ich bin der kleine Bruder von Hacker. Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Irgendwann, 2000, Mitte 2000 oder sowas, kam dann eine gewisse Person zu uns ins Studio, zu BTM-Zeiten, kam rein, hat sich Arab Shahin genannt. Ne? Ich so, ja, wer ist das? Der wollte uns irgendwie buchen für Schollhaus oder sowas, weißt du? Kam rein, guckt mich an, guckt mich die ganze Zeit an. Ich so, meinte, ey, du kennst meinen Bruder. Ich so, wer ist dein Bruder? So, Hakam. Ich so, krass. So ist er auf mich zugekommen, weil es hatte dann noch kurze Haare und am Niedertor, Platz am Niedertor. Da mit Basketball in der Hand. Hey! Bunny! Ich so, wer bist du denn? Ich bin Bruder von Hakam. Ich so, ach krass, jetzt wo du es sagst, man sieht's. So voll. Und das hat schon wieder geklappt. Hat wieder geklappt. Vitamin B. Genau, das Vitamin B. Und mein Vitamin B, Gott sei Dank, war meine Familie, also mein Bruder. So. Das war immer so ein bisschen einfacher. Und ja, diese Vorbildfunktion hat nie aufgehört. Also auch später habe ich immer irgendwie versucht, also sei es seine Klamotten zu klauen, auszusehen wie er, sei es der Lifestyle, sei es egal was. Aber Bro, das ist, glaube ich, immer so, wenn man einen älteren Bruder hat. Bruder, ja, ne, ja, genau. Nur bei dem hat das nicht geklappt. Diesen Kerl hier, Bruder, da hat das nicht geklappt. Ich habe auch nicht selten Ärger bekommen für ja, die ne? Klamotten. Aber ey, Bro, das Ding ist, irgendwo müssen wir anfangen. Es ist nämlich schwer, wirklich ein Menschenleben zusammenzufassen, ja, mit all seinen Facetten. Genau. Das geht sowieso nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall irgendwo anfangen. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute, mit denen der Hakam natürlich jetzt in seiner in der letzten Zeit dann zu tun hatte, gar nichts über seine Vergangenheit. Also, wenn ich jemandem erzählen würde, wo der Hakam herkommt, was ja, er alles gemacht hat, die würden sagen, reden wir von demselben. Ja. Oder, und umgekehrt genauso. Und da hast du ja auch ein paar Geschichten erzählt. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal, damit ihr so einen Einblick bekommt, warum wir diese Sendung überhaupt machen, weil sonst würden wir das gar nicht machen. Ja. Tod ist eine sehr, sehr persönliche Sache. Gerade weil es der Bruder von Hakim ist, gerade weil es ein Freund von uns ist. Wir sind doch keine Freunde davon, sowas, mit sowas an die Öffentlichkeit zu gehen. Das macht man einfach nicht. Aber er hat so viele interessante Sachen gemacht und er hatte so viel Impact auf alle möglichen Sachen, dass man das irgendwie zusammenfassen muss. Ja. Wo sollen wir anfangen, Alter? Sollen wir anfangen in seiner Jugend, diese Hood-Zeit? Ja, doch. Ich glaube, glaub, um zu verstehen. Genau. Um zu verstehen, diesen Bruder. Weg, warum er dann am Ende dieser einflussreiche Mensch geworden ist in seinem Metier. Genau. Was ihn überhaupt dazu bewegt hat, dahin zu gehen. Hakam war ja eigentlich ein Typ, der so, ich glaube nicht, dass er viel mit Autorität umgehen konnte. Der war so einer, was willst du denn von mir? Ist gut. Genau. Und ich glaube, aber irgendwann ist dieser Switch, den du gesagt hast, gekommen. Da hat er gemerkt, ey, ich kann nichts ändern. Ich kann diesem Typen nichts, wenn ich nicht in dieselbe Position komme. Genau. Und von innen aufräume. Genau. Es ist einfach, der war so, also er hatte eine harte Krise in der 8. Klasse. Weißt du, da war so harte Krise, der war so fast schon hart auf der schiefen Bahn. Und von der Schule geflogen und keine Ahnung was. Mein Vater, der Arme, musste jedes Mal mit denen zur Schule. Und es war wirklich, die letzte Station war die Christian-Wösritz-Schule, Realschule. Und das ist so, ihr das wisst, war auch meine Schule. Genau, ihr wisst, das ist so, da ist Hood, Alter. Ja, ja, weißt du? Da war so Polizeikontrolle am Eingang vom Tor. Die verrücktesten, ja, ja, verrücktesten Typen waren bei mir auf der Schule. Und mein Bruder kam vom Gymnasium, so, weißt du, von Alexander von Humboldt-Gymnasium. Und da war ja in den 90ern war das ja noch so, ja, Snob-Schule so ein bisschen. Ja, ja, mein Bruder kam von dort, kam auf einmal auf diese Schule. Viele Migranten, ne, alle so ein bisschen Identitätskrise auch. Mhm. Das ist ja nicht wie heute. Heute ist es ja viel einfacher, dass wir sagen, wir sind Deutsch oder sowas. In den 90ern war ganz klar, du bist ein Ausländer. Nicht du bist ein Migrant, du bist ein Ausländer. Bruder, das war eine Realschule, ne? Aber das war einfach wie eine Hauptschule, Bruder. Da waren nur Kanaken, nur Chaos. Ja, Knasthof. Also, Bruder, das war Anarchie. Bruder. Knasthof. Pausen waren wie Knasthof. Ja. Und da hat er aber schon gemerkt, in der 10. Klasse, hat er schon dieses Gerechtigkeitsding entdeckt für sich und ist Schulsprecher geworden. Der wollte in der 10. Klasse schon, hat er gemerkt, okay, ey, warte mal. Wir bauen zwar viel Scheiße und sowas, aber warte mal, die Lehrer und so, die sind nicht gerecht zu uns. Und ich weiß noch, meine Mutter und mein Vater erzählen das oft, wie er nach Hause kam und gesagt hat, ey, Mama, Papa, wisst ihr was? Ich werde jetzt Schulsprecher.
Mein Vater meinte, ja, gut, mach das, weißt du. Für ihn war so, ey, ich muss jetzt einen Kampf beginnen. Es ist Ungerechtigkeit auf dem Hof. Also wenn man das jetzt so einen kleinen Kosmos auf die Schule reduziert, fing es da schon an, dass er gesagt hat, ich muss etwas verändern. Sein Hauptwahlprogramm war, dass er Musik in den Pausen spielen lassen möchte. Auf den oh, ja. Bei uns hätte der direkt Stimmen. Zu meiner Zeit, er ist ja, glaube ich, 2-3 Jahrgänge nach mir gekommen. Zu meiner Zeit wäre er sogar damit Bürgermeister geworden. Weißt du? Nice. Genau, und das war natürlich so, also das waren so, ist klar, wir lachen darüber so, aber für sein Mindset als 16-Jähriger, 17-Jähriger, das sind Marketing-Moves, Junge. War es so, genau, so heißt das so, Stimmen locken. Ratten fangen. Aber er hat gemerkt, ich muss was tun, weil die ganzen Jugend, also ne, seine Mitschüler und so haben sich aufgeregt über alles und jeden, aber der hat gesagt, ey, warte mal, lass doch selber irgendwas machen, also werde ich Schulsprecher, ich verändere etwas. Und da fing das an, dass er so gemerkt hat, krass, wenn ich mich bewege und in eine bestimmte Position komme, dann kann ich auch Dinge verändern. Nicht nur ich, sondern auch alle anderen. Ja, weil ich bin ja stellvertretend. Ja. Genau, ich bin ja stellvertretend. Weil dann stehen die hinter mir, dann ist das nicht mein eigenes Wort gegen alle. Genau, weißt du. Und das hat, also das hier, dieses Schulsprecher-Ding, hat sich später sehr in seiner Karriere... Das war so ein Schlüsselmoment wahrscheinlich. Genau, in seiner Karriere durchgezogen, wie er halt für Ungerechtigkeit sich eingesetzt, gegen Ungerechtigkeit eingesetzt hat und die unzähligen Demos, auf denen er war. Ich habe gestern ein Bild gefunden, da war er noch in der 10. Klasse. Da hat er noch so ganz lange Haare, weißt du, so eine Lederjacke, kein Bart, ja. Weißt du. Und ganz vorne. Er hat diese Kängelmütze. Genau, diese Kängelmütze. Das war sein Ding. Bruder. Voll. Und er war ganz vorne mit dabei. Dieses Foto ist, also die Demo, die süßen Leute, und er ist ganz vorne mit dabei. Es war so eine Pro-Palästina-Demo, weißt du? Da hat er schon entdeckt. Also, wenn wir sogar noch weiter zurückgehen. Wir müssen eigentlich da, guck mal, Bro, ich will es gar nicht durcheinander bringen, aber wir müssen erstmal seine Hood-Seite besprechen, Bruder. Ich will diese Gangster-Stories hören, Bruder. Okay, ich will ein, zwei. Jetzt hast du meinen Namen genannt. Nicht die schlimmen, wo man vielleicht noch rechtlich immer noch. Ist das verjährt? Nee, ne? Ich weiß nicht. Die denken, der hat einen umgebracht. Lass die Haare. Nee, das nicht, aber lass mal mit den harmlosen Sachen anfangen, Bruder. Da war auf jeden Fall schon mal ein Troublemaker in der Hood. Der war ein Troublemaker, der war, also das fing an eher so, der hatte, das war nur so eine Clique von vier Jungs. Oder waren das seine Freunde? Ja, es war nur eine Clique halt von vier Jungs, Umfeld, ja. Weißt du? Da war eigentlich noch dieses... Ich will Namen hören, vier Jungs. Ich kenne die 100 Pro, Bruder. Arthur, Stefan und Anders und er halt, aha, weißt du? Der Stefan, Bruder. Den kennst du. Genau. Der kleine, Stefan, Bruder. Und er waren so, also die waren schon so, der Stefan hat ein Apartment gehabt, direkt gegenüber vom Hochhaus von uns. Und meine Eltern konnten immer in dieses Apartment reingucken. Und gegen 22 Uhr haben die immer die Rollos runtergemacht. Die haben dann wahrscheinlich geraucht und keine Ahnung was. Ja. Weißt du? Und da haben sie es runtergemacht und meine Mutter war immer so, ey, was macht ihr da? Warum macht ihr immer die Rollos runter? Mein Bruder immer so, ja, wegen Licht von draußen, keine Ahnung was. Das war noch so lustig, Pubertät, ne, alles so cool. Dann hat er eine wilde Phase gehabt, da hat er seinen Freundeskreis so ein bisschen geändert, weißt du. Und dann hat er, glaube ich, einfach geschnuppert. Ich glaube, der hat einfach geschnuppert. Also hier und da kam auch mal die Polizei nach Hause, weißt du. Mhm. Und ich glaube, das alles wäre das aber nicht gewesen. Also mein Bruder war jetzt kein Gangster oder ein Verbrecher oder sowas. Nein, weißt das du? Nicht, aber der war so ein wilder Typ einfach. Ja, wilder Typ, weißt du, genau. Und hier und da einfach genau, und mal... alles im Kontext mit, wo der herkommt. Ne? Also es ist ja ein Umfeld, wo du genau nicht viele Möglichkeiten genau hast überhaupt. Hagen war auch nie einer, der zum Beispiel, wenn er Geld gebraucht hat oder sowas, der ist nie zu meinen Eltern gegangen. Der hat nie zu meiner Mutter gesagt, ja, ich will mir jetzt die und die Jacke kaufen, gib mir Geld dafür. Also das hat mein Bruder nie gemacht. Mein Bruder hat immer geguckt, dass er sich das selber beschafft. Wie der sich das letztendlich beschafft hat in dem Alter, ist natürlich eine andere Frage. Minijobs. Minijobs, weißt du. Und ja, das hat ihn, glaube ich, getrieben, einfach sehr schnell eigenständig zu sein und für sich selbst zu stehen. Also er war kein Assi so. Weißt du, er war eher so, okay, warte, ich muss das machen, damit ich das erreichen kann. Und wenn man noch weiter zurückgeht sogar, also noch weiter zurück, erzählt meine Mutter, dass er als Kind schon, als 8-9-Jähriger, immer ein Buch in der Hand hatte. Das heißt, Hagen hat sich schon so als Kind, als richtig kleines Kind, immer schon mit 1000 Sachen beschäftigt. Mhm. So. Das heißt, diese Phase in der Hood sozusagen, in der Siedlung, war nur ein Ausflug. Mhm. Weil es ein kurzer Fehltritt sozusagen. Der war aber auch ein Typ, Bruder, gerade weil der so belesen war, der konnte sich halt mit Argumenten auch... Genau. Ja, ja. Zwei, drei Moves, zack, warst du draußen. Ja. Ja, der hat irgendwann gemerkt, dass die Faust nicht das so stark sinnvoll ist, wie das Wort, genau, weißt du. Und irgendwann hat das selber gemerkt, es ist eine klassische Phase, so zwischen 14 und 17, so 18, weißt du. Mhm. Mit 17 hätte man schon denken können, okay, ey, jetzt gibt's nur zwei Wege. Entweder er geht ins Gefängnis, so, weißt du, oder er geht jetzt so den geraden Weg und macht sich. Aber er hat keiner damit vollgelabert. Es war jetzt nicht so, dass mein Bruder ganz brav da saß und meinem Vater zugehört hat, seinen Predigten, sondern es hat wirklich einen Klick in seinem Kopf gemacht und ist dann aus diesem
Siedlungsding und vielleicht die schiefe Bahn ein bisschen. Aber dann hatte der auch nochmal eine ganz andere Phase. Ne? Die war ja so etwas, wenn man jetzt in der Jugend etwas vorspringt. Genau. Ich sag jetzt mal zwischen dem, was er ganz zuletzt gemacht hat und dem aus der ganz Anfangsphase. Genau. Weißt du? Also mein Bruder ist danach aus dieser ganzen so Straßenphase und sowas, ist er dann halt, hat das Abitur gemacht und hat dann studiert. Als er angefangen hat zu studieren, der hat noch seinen Zivildienst gemacht und sowas. Und in dieser Zeit, der Zivildienst, das Abitur und sowas, hat er angefangen, sich zu sagen, okay, sozusagen dieses Schülersprecher-Ding hat funktioniert. Mhm. Ey, weißt du was, ich gehe in die Politik. Und ist damals, hießen die noch PDS, nicht die Linke, sondern PDS. Boah, und war im Jugendausschuss drin und hat gesagt, weißt du was, ich verändere jetzt etwas für meine ganze Stadt im Jugendausschuss. Hat dann schnell gemerkt, okay, ey, Politik ist gar nichts für mich. Funktioniert so, ganz anders, als man das gedacht hat. Wir reden jetzt von 2003 oder so. Es war einfach zu früh für ihn. Er war auch, glaube ich, einer der Ersten, die überhaupt aus so einem Milieu... Er war der einzige Kenneck. Kenneck. Also er war der Einzige, weißt du. Und er hat schnell gemerkt, okay, warte, ich muss mich hier durchkämpfen mit Leuten, die gar nicht das Mindset haben mit Migranten in Deutschland und sowas. Es war einfach viel zu früh. Wir reden gerade vor fast 20 Jahren. Heute ist es ja anders. Ja. Heute hast du voll viele Migranten in Parteien und sowas. Auch nicht viel besser, aber schon besser als damals. Es sind Schwarzköpfe letztendlich, so ein paar, weißt du. Was deren Position auch ist, ist eine andere Frage, weißt du, die da heute sind. Hagemann hat aber sehr schnell gemerkt, ey, ich kann hier gar nichts bewegen, Alter. Nee, aber der hat schnell gemerkt, man muss seine eigene Community aufbauen, wenn die andere Community nicht einen anhört. Genau, voll, weißt du. Ist dann zur Uni gegangen, studieren und da hat er gemerkt, krass, hier sind nur Kennex, Alter. Die Uni ist voll mit Kennex. Und ich weiß noch, wie Hagemann damals so erschrocken war. Also, weil, du musst vorstellen, kam aus der Siedlung nach Köln, in die Uni. Und auf einmal hat er gesehen, ey, warte, wir sind nicht alle kriminell. Wir sind nicht alle Junkies, Dealer und keine Ahnung was. Ey, aus uns kann hier was werden. Und das hat den voll, ich weiß noch, wie den das geflasht hat, weißt du, dass die einfach so, auf einmal sind da Türken, Araber, Ostblock, alles Mögliche, studieren. Also werden, können Akademiker werden. Und das hat den geflasht. Das hat den geflasht. Und da hat er, glaube ich, da kam der komplette Switch. Switch, ja. Davor noch hat er eine Extreme gehabt, bevor der angefangen hat, hat er eine Extreme gehabt. Das, was wir heute sehen, diese ganzen Per Vogel und alles, der hat so langen Bart gehabt, Schnurrbart weg, kurze Haare, weißt du, richtig Muslimbruder, Alter. Und er hatte das erste... Das war so die Phase, wo wir auch alle so, hey, Bruder, what the fuck? Genau, jetzt war es auf einmal, wie von Siedlung, Gangster, bla, auf einmal so auf... wie sagt man, fromm und ey Bruder, nee, nur noch so. Ja. Bisschen ernst, er ist nie komplett abgedriftet, weil du kannst einen Jungen aus dem Ghetto holen, aber das Ghetto nicht aus ihm. Genau, weißt. Das wollte ich nämlich sagen, der war jetzt nicht so dieser Aggressive, der dir die ganze Zeit diese CDs und Bücher in die Hand gedrückt hat. Nee, aber er hat schon die CDs verteilt. Er war der Erste, Hagemann war der Erste, der echt? Allererste, das habe ich nicht mitbekommen, der Pierre Vogel CDs. Ich habe von ihm sogar noch eine CD verteilt bekommen. Hat. Okay. Der kannte keine Sau Pierre Aber Bro, Vogel, weil wenn man den nicht kennt, denkt man sich jetzt, ah, okay, alles klar, der ist dieser Abteilung. Nee, aber nicht, ist ja, nicht. Also das war wirklich nicht so. Also es war erstmal, es war ja die Zeit der Bewegung, ne? Und das war so, da haben die auch das erste Interesse, der erste Ansturm und so, da war er wahrscheinlich mit dabei. Aber das, für mich ist krass, ist halt, er kommt von dieser einen Extreme in die andere Extreme, aber das hat ihm ja auch nicht gefallen. Und deswegen ist er ja auch, wie du sagst, eine kurze Phase ganz schnell von da wieder abgerückt. Genau, weil er hat gemerkt, guck mal, als diese Phase kam, der 11. September und sowas, da war der schon in dieser Phase drin und er war der Erste, die diese Street-Dauer gemacht haben, also so diese Einladung zur Religion, also sich auf die Straße zu stellen, Infomaterial zu verteilen und sowas. Ihm ging es wirklich nur darum, den Leuten den Islam näher zu bringen. Aber er ist nie zurück ins Viertel gekommen und hat zum Beispiel Stefan Schmitz vollgelabert. Mhm. Er hat nie gesagt, ey, Stefan, Junge, jetzt musst du auch, und boah, und ich grüße dich nicht mehr, wenn du Bier trinkst. Nee, Hacker. Da hat der, obwohl der so extrem ein bisschen war, hat er immer noch gezeigt, welche Mitte er hatte. Nämlich Leute aus seinem alten Leben hat er immer noch so angenommen, wie die sind, weißt du? Und der hat aber schnell gemerkt, als der 11. September war und der politische Islam sich so ein bisschen verbreitet hat, hat Hagam ganz schnell Distanz genommen. Weil er gesagt weil hat, diese ey, Leute haben einen ganz anderen Anreiz, beziehungsweise die haben ganz Politik, andere Ziele. Genau. Reine Politik. Hagam wollte wirklich, für ihn war wichtig, ey, wir müssen das Wort Gottes so... Bisschen Zeugen Jehovas mäßig. Ja. So, weißt du, es war halt so mäßig. So, dass wenn du jung bist, bist du auch in der Findungsphase. Genau, das war pure Findungsphase. Genau. Und ich glaube, das war sehr wichtig, dass er das gemacht hat. Mhm. Also er sagt bis heute, also Gott hab ihn selig, aber bis dahin hat er immer gesagt, es war wichtig, dass ich diese Hardcore-Phase hatte und dass ich darauf geachtet, weil nur so konnte ich wissen, okay, ein Junge aus dem Viertel wird religiös,
driftet vielleicht ein bisschen ab. Wie catcht man diese Jungs? Mhm. Und das hat Hakam, also Hakam hat das nicht studiert, Hakam hat das erlebt, genau, weißt du? Und deswegen war seine spätere Arbeit, wo wir gleich die da drauf kommen, Präventionsarbeit, genau. Keiner in Deutschland könnte die Präventionsarbeit so gut machen wie Hakam. Ja. Weil er da drin war. Ey, der war da drin. Ja. Und er, aber viele krass, von denen, dass er sich selbst auch abgefangen hat. Sich selbst, ich genau. Ich kenne ganz viele, das die das nicht gemacht genau, haben. Genau, weißt du? Einfach so reflektiert zu sein, ja, zu sagen, okay, das eine war krass, entweder gehst ins Gefängnis oder du versuchst jetzt irgendwie was aussehen. Ich habe eine Anekdote aus dem Gefängnis. Als er im Gefängnis diese Arbeit, Präventionsarbeit gemacht hat, hat er einen getroffen und der sagt zu dem, krass Bruder, dass du jetzt jeden Freitag hierher kommst und uns ja so lehrst und sowas. Weil die kannten sich. Die kannten ja sich von früher. Na, der ja Bruder, ich dachte, du wärst in Syrien. Sagt er zu Hacker, weißt du? Sagt er, ich hätte eher gedacht, so 2004, 2005, du gehst zu denen, die so komplett durchgedreht 2004, sind. 2005 hätte ich eher gedacht, dass der mit ihm zusammen in der Zelle ist. Genau, aber aus anderen Gründen. Dann, yeah, weißt du? Nee, und, nee, so schlimm war es jetzt auch nee, nicht. Aber oh, ja, ja, ich weiß, was krass du meinst. Also, man hätte echt denken können, okay, weil das war, mhm, der Hacker war einfach einer der Ersten. Und wie gesagt, dieses YouTube-Game und so, das gab es ja alles noch gar nicht. Und Hacker, mhm, war der Erste, der gesagt hat, okay, ey, wir müssen einen islamischen TV-Sender machen, ja, wir müssen dies machen, wir müssen das machen. Er war jung, er war 21 oder sowas, weißt du? Und der hat aber schnell gemerkt, als die Ersten dann wirklich radikal geworden sind, also auch von der Religion abgedriftet, mhm, sind und gar nichts mehr mit Religion zu tun hat, hat Hakam gemerkt, ey, nee, das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte nur das, was der Prophet und ne, was das Buch sagt. Nur das war meine Intention, weißt du, die Religion. Da hat er gemerkt, damit will ich nichts zu tun haben. Und hat gedacht, okay, wie kann ich die Politik trotzdem beeinflussen? Weil Hakam ging es trotzdem natürlich um weltpolitische, genau, Dinge und mein sowas. Mein Umfeld, wie kann ich das verbessern? Genau, und wie kann ich was tun? Und hat dann gesagt, okay, weißt du was, ich muss studieren. Hat dann Fächer genommen wie Judaistik, weißt du? Ja. Weil er hat immer gesagt, ey, der Israel-Palästina-Konflikt, wir beschäftigen uns unser ganzes Leben, aber ey, warte mal, ich muss ja beide. Da fing es an, dass er so ein bisschen, wie sagt man, die anderen korrekt wurde, weißt das du? Ding ist, also Perspektivenwechsel, okay. Wie sehen die das und wie sehen wir das? Lass uns doch mal gucken, wie die andere Seite das Ganze, genau, sieht. So. Das war ja seine Sturm- und Drangzeit, Bruder. Da bist du in der Phase, du willst unbedingt irgendwas verändern, du bist jung und hungrig, genau, weißt, du willst irgendwas verändern, aber manchmal weißt du gar nicht, was du verändern willst. Ja, genau. Also fischst du erstmal rum, versuchst da. Und dann ist er da angekommen. Genau, ist da angekommen. Hat dann beide Seiten studiert. Genau, der hat Judaistik studiert, Islamwissenschaften. Völkerrecht sogar studiert, genau. Und der hat dann gemerkt, okay, weißt du was, das sind die Dinge, die mich interessieren, worüber ich mich mein Leben lang aufrege. Und Hakam hat sich auch in nichts anderes eingemischt. Also der war nicht so der Klugscheißer, der gesagt hat, okay, ich muss mich jetzt mit allem auskennen. Es war ganz klar, Islam, Völkerrecht, damit er, also seine Abneigung gegen gewissen politischen Themen mit Gesetzen und Recht rechtfertigen konnte. Also damit er fair... Ja, wenn er gesagt hat, ey, Palästina ist ein besetztes Land, da kam der mit völkerrechtlichen Argumenten. Der so, richtig, warte mal, ey, ich hab das so studiert, ich hab das so gesehen. Völkerrechtlich baut ihr Scheiße. Ja. Der war nicht wie manche andere, die gesagt haben, ah, die Zionisten, diese Schweine. Nee, der hat gesagt, warte mal, was ist der Staat Israel? Fundiert. Was ist der Staat Palästina? Genau. Ganz klar, also mit Recht. So. Mit Fakten. Also, mit Fakten, ja, genau. Und vor allem völkerrechtlich. Also Hakam hat immer gesagt, ey, wir müssen das völkerrechtlich sehen, weil das ist die Argumentation, auf der wir arbeiten, die, ja, und die juckt unsere Emotionen nicht. Also Hakam hat Emotionen immer weggelassen. Der hat immer gesagt, ey, wir müssen ganz klar auf Augenhöhe mit jedem reden. Was er dann zu Hause gesagt hat, ist was das, anderes. Ja, weißt du? Ja. Aber genau, aber das ist ein wichtiger Punkt, das war auch jedes Mal, also ich habe ja viel mit Hakam zusammengearbeitet, im Sinne von, wenn jetzt wieder irgendwo eine Razzia gewesen ist, wegen islamistischem Hintergrund, waren die ersten Anfragen, ey, kannst du mal nicht deinen, genau, Islamexperten fragen. Jedes Mal, wenn ich mit Hakam darüber gesprochen habe, haben wir mit Hakam ein privates Gespräch, ja, geführt, damit ich weiß, wo das eigentlich herkommt, genau, wo findet das statt, damit ich das einordnen kann, für mich als Journalist. Ja. Und dann natürlich, was er dazu sagen kann. Mhm. Und er hat seine Emotionen jedes Mal da rausgenommen und hat das einfach nur auf Fakten, ganz, genau, professionell. Ja, also genau, nicht nur professionell, genau, du hast recht, einfach auf Fakten, nicht auf dumm. Genau. Also nicht auf dumm so. Und ich glaube, das wollte der vielen beibringen. Also er hat es mir beigebracht. Ja. Weil guck mal, ich bin sehr impulsiv. Mir auch. Ich bin sehr impulsiv, ich bin schnell so, ohne Fakten gehe ich auf dich los, weißt du. Und er hat immer zu mir gesagt, ey, Alter, übertreib nicht, Mann. Bleib mal locker ein bisschen, schraub mal Emotionen runter und kill denjenigen mit Fakten. So. Mhm. Das habe ich von ihm sehr früh gelernt. Hat nicht immer funktioniert. So. Aber zu dieser Phase, also obwohl er diese Extremphase hatte, also guck mal, wie krass, wir haben so viele Jungs getroffen. Ich habe echte Verbrecher, wirklich echte, ja lass uns das so, echte Gangster habe ich getroffen, die später zur Religion gefunden haben, aber auch nur extrem waren.
die wollten dann dich nicht mehr grüßen oder sowas. Und obwohl Hakam eine extreme Phase hatte. Hast du deiner Frau die Hand nicht gegeben und nicht mal angeguckt. Ja, ja, weißt du. Und dann, obwohl er eine extreme Phase hat, was hat er gemacht, wenn ihr dann hier Jugendzeltlager hattet? Trotzdem, ey, Jam, mach mal einen Song für Spaß im Gras. Ja. Weißt du, trotzdem kommt er und hat immer noch Bezug zu diesem Rap-Ding und Jugend. Oh, ich habe ja auch für Jugendarbeit eine Weile lang eine Weile gemacht, so. Ey, der Hakam war der Erste, um das nochmal aufzugreifen. Der Hakam, egal mit welchem Song ich um die Ecke gekommen bin, der kannte die alle auswendig. Ich habe irgendwelche Songs, die gerade in die Charts gegangen sind, der kannte die einfach. Ja, aber das war ja Hakam, Bruder. Der war ja immer noch von uns. Aber sein Ding, was er da gemacht hat, hat er voll genommen, weil das für ihn sehr wichtig war. Und hat es auch dementsprechend seriös durchgezogen. Genau. Aber wenn er bei uns war, Bruder, ich erinnere mich an ein Video, was der Anas mir gezeigt hat, zum Beispiel, um das euch mal näher zu bringen, wie der Hakam auch getickt hat. Der ist dann so im Stau und schreit da rum und flucht rum und sagt so: Ja, scheiße, jetzt kann ich mein Fasten aufbrechen, jetzt kann ich schon wieder essen wegen euch. So mäßig, weißt du? Ja, also der kam wahrscheinlich von einem Vortrag und im Radio lief wahrscheinlich Haftbefehl. Ja. Weißt du? Ja. So, er ist so. Irgendwie gewesen. So, weißt du? Der hat halt auch diese Seite gehabt. Deswegen, genau, der wusste einfach, zu welchem Zeitpunkt er wie sprechen muss. Mhm. Seine Spreche war klar und trotzdem merkst du auch in den Interviews, die er da gegeben hat. Ja, aber nicht berechnet, sondern weil die Hood dann wieder in den durchkam. Genau. Du merkst sogar in manchen Gesprächen, so in Diskussionen, wenn er so ein bisschen emotional wird, merkst du auch diesen Hakam aus der Hood, der da mit reinspielt. Aber immer auf dieser Basis, dass das jetzt fundiert und seriös trotzdem professionell rüberkommt. Also es war so ein Spiel zwischen beiden hin und her zu balancieren. Also ich kenne keinen, der das so krass... Er hat in der Siedlung, im Viertel hat er einfach gelernt, wie soll ich das sagen, der Diskriminierte zu sein. Ja. Weißt du, der diskriminiert wird aufgrund... Und nur so ein Typ kann dich auch vertreten. Genau, nur vertreten und nur dieser Typ kann dich auch verändern. Weißt du, also für ihn war wichtig, so dass man jemanden wie ihn hat... Weil du musst dir vorstellen, nicht jeder hat jetzt das Glück wie Hakam oder das Schicksal wie Hakam, dass er dann den geraden Weg geht und sowas. Ich glaube, Leute wie Hakam sind wichtig, weil die dann einen da rausholen und ihm ganz klar sagen, ey, hör mal zu, ich saß auch schon mal bei der Polizei. Genau. Und hör mal zu, ich bin auch mit Gedanken gehabt, dass ich in den Dschihad ziehe und keine Ahnung was. Hab auch diese Jugendfilme gehabt. Aber der hat das durchgemacht, was viele Jugendliche durchgemacht durchmachen, haben. Was ganz normal ist eigentlich, weißt du? Nur keiner rettet diese Jungs. Genau. Und Hakam hat alles bei manchen sind es Drogen, bei manchen sind es, was weiß ich, Kriminalität, wie du gesagt hast. Ne? Bei ihm war das dieser Weg. Genau. Aber lass uns doch mal auf das eingehen, auf seine Öffentlichkeitsarbeit, was er, also auf speziell die Dinge, die der am Ende gemacht hat. Er war zum Beispiel bei der Ramsa. Genau, also er hat davor noch, also davor hat er noch... Oder genau, wenn wir aus der Studienzeit rausgehen. Genau, aber in der Studienzeit selber hat er dann, also Hakam ist immer auf die Barrikaden für alles gegangen. Also da damals, 2006, haben die das Rektorat besetzt, der Universität Köln. Also der hat auch selber die Demos veranstaltet. Selber, ja klar, ja. Der war immer Anstifter. Ich kann heute tatsächlich nicht mehr aufzählen. Ich habe es versucht. Ich bin nicht in der Lage aufzuzählen, auf wie vielen Demonstrationen wir tatsächlich damals gemeinsam gewesen sind. Also wir waren quasi überall in Nordrhein-Westfalen und haben demonstriert gegen Kriege, gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus, für mehr soziale Gerechtigkeit, also quasi für alles, was unseren Idealen entsprach. In dieser Phase gab es einen Sommer, den ich besonders im Gedächtnis behalten habe. Es war 2005, Sommer 2005, und das war unser Summer of Resistance. Ja. Damals sollten nämlich Studiengebühren eingeführt werden in Deutschland. Das war damals, dass gerade diskutiert wurde, dass Studiengebühren eingeführt werden. Und an der Universität zu Köln waren wir halt dabei. Und das war ein Sommer, wo wir quasi gar nicht mehr studiert haben. Also wir waren vielleicht mal sporadisch bei der einen oder anderen Vorlesung und ansonsten waren wir wirklich die ganze Zeit, den ganzen Sommer auf Achse. Wir hatten auch das Rektorat besetzt und wir sind quasi ins Rektorat gezogen. Ja, das ging fast einen Monat. Wir haben im Rektorat geschlafen, wir haben im Rektorat gegessen, wir haben im Rektorat gearbeitet. Ja, es war unser Summer of Resistance, wie gesagt. Es klingt wie ein Hippie bisschen so, wenn man ihn nicht kennen würde. Aber der hat das wirklich gemacht für, ey, wenn ein Junge aus der Siedlung kommt, der kein Geld hat, wie soll er sich das bezahlen? Weißt du? Und dann hat er gesagt, ey, das kann nicht sein, wir müssen was tun. Irgendwann hat Hakam aber auch gemerkt,
Und nicht nur aus der Siedlung, nicht nur Hood oder Kennex, auch Deutsche, ja, Bruder. Egal, nee, also viele, ne? Also es waren ja viele Deutsche. Das waren, wo wir herkommen, war überwiegend Deutsche, die da gewohnt haben, weißt du? Aber ich glaube, da hat er irgendwann gemerkt, weil er ist auf, Hakim war bei jeder Palästina, seitdem er 17 ist, auf jeder Palästina-Demo, Pro-Palästina-Demo, keine Ahnung was Demo, Anti-Nazi-Demo, ist wirklich auf jeder Demo, die es im Umkreis gegeben hat, war der immer vorne mit dabei. Irgendwann hat er sich gedacht, ey, was nutzt das Ganze? Der hat irgendwann gemeint, ey, die lassen uns hier rumschreien und sowas, weil die wissen, dass das nichts ändert. Bleibt Luft. Es ist so, ja, ja, hier, schreibt mal ein bisschen rum mit euren Plakaten und sowas. Ja. Und ich war so in dem, also ich kam in das Alter, dass ich angefangen habe, mich das zu interessieren. Ich so, ey, lass mal auf eine Demo. Der Herr kam so, ja, ja, geh mal. Ich so, ey, wie, du warst doch auf jeder Demo immer. Der so, ey, das ist, die haben uns verarscht. Die haben uns dieses Demonstrierrecht gegeben, es ist Bullshit. Also Herr kam gesagt, weißt du was, ich muss tief rein. Ich muss Einfluss nehmen in den Universitäten. Also größtes Ziel von Hakim war, an der Universität zu lehren. Weißt du? Konnte der Gott sei Dank am Ende machen. Weil er meinte, ich muss diese Heads packen. Die nächsten Akademiker, die das Land leiten. Die muss ich irgendwie einen positiven, die Mitte beibringen. So. Der hat dann an der Universität Osnabrück gelehrt, die Lehrer werden. Also islamische Lehre an Schulen beibringen. Theologie. Theologie, genau. Und da wollte er ganz klar den aufzeigen, was ein Muslim in Deutschland ist. Weil Hakim hat immer ganz klar gesagt, ich bin ein deutscher Muslim. Ich bin, also der hat nicht diesen Kanackenfilm gefahren. Er hat ganz klar gesagt, ich bin Moslem in Deutschland, also brauche ich hier eine Lösung, um als Moslem gut integriert trotzdem hier stattzufinden. Aber ich bin jetzt gesprungen. Wir waren bei der Uni noch, in der Studienzeit. Er hat dann gemerkt, okay, weißt du was, ich muss irgendwas tun, um höher und höher und höher zu kommen, um eine Position zu erreichen, um diese Ungerechtigkeit, die auf den Demonstrationen sowieso nichts nutzt, irgendwie anders zu erreichen. Und hat dann seinen Magister gemacht. Was hat er seinen Magister gemacht? Das waren die Fächer, ne? Islamwissenschaften, Völkerrecht und Judaistik. Genau, daran hat er seinen Magister gemacht und hat seine Bücher, die er geschrieben hat, waren auch, also die Arbeiten, die er geschrieben hat, waren halt essentiell für die islamwissenschaftliche Lehren. Das heißt, er hat sich befasst mit dem Märtyrertod, ob der legitim ist oder nicht. Zu dieser Phase war das ja ein sehr wichtiges Thema. Der 11. September war gerade und keine Ahnung was. Und ey, dürfen Muslime das? Und Hakim hat sich damit befasst, wenn du bei Wikipedia Selbstmordattentat eingibst, wird bei Hakim sogar zitiert. Also ach, krass. Seine Themenbereiche, seine Arbeiten, die er geschrieben hat, waren sehr wichtig für die Lehre. So, bis zur Doktorarbeit. Ja, weil das Einblick gewährt hat. Genau, es hat Einblick gewährt. Er hat Transparenz geschaffen. Transparenz, genau. Und er hat sich mit Themen befasst, mit denen, wo Leute immer den Finger auf uns gezeigt haben. Weißt du? Zu sagen, ach, das sind nur Terroristen, der Islam ist so. Und der Hakim war immer so, ey, warte mal, der Islam ist nicht so. Also beschäftige ich mich damit. Hat seine Arbeiten darüber geschrieben, hat auch widerlegt, dass der sinnlose Attentäter jetzt, wenn er sich in Berlin in die Luft jagt, dass es einfach nicht islamisch legitim ist. Der hat natürlich auch Themen aufgefasst, wie was ist, wenn ein Märtyrer tot in Palästina, zum Beispiel sein eigenes Land, wenn er sich in die Luft... Also er hat sich mit allem beschäftigt, alles aufgezeigt, ganz klar, transparent, wie du sagst, weißt du. Und das sind wichtige Arbeiten für die islamische Lehre. Womit, weißt du, das Problem ist, womit das normale Volk sich natürlich nicht auseinandersetzt. Also der ganz normale Typ, der nicht studieren geht und sowas. Normalerweise müssen Medien sich damit beschäftigen, die ganz normalen Leute. Wann hat er eigentlich sein Buch geschrieben? Genau, dann hat er 2009 hat er noch ein Buch geschrieben. Mhm. Sein Buch ist eigentlich seine Biografie. Der hat immer gesagt, ey, das darf bloß nicht als meine Biografie verkauft werden, sonst kennen die Leute zu viele Wahrheiten. Also hat er die Figuren vertauscht. Erzähl mal, wie der die Figuren vertauscht hat. Der hat alle Figuren eigentlich vertauscht. Ja, ja, also, eigentlich alle. Aber die Figuren gab es schon, wirklich. Ich lese das Buch, ich erkenne, okay, der ist der. Ah, das bin ich. Ich so, okay, krass, das ist auch meine Geschichte. Also deswegen, ich habe bei dem Buch Schreiben also war ich Figur oft dabei. Hat auch manchmal Geschichten von mehreren Leuten. Genau, also, ja, aber das ist alles biografisch und wir wollen das Buch auch Neuauflage machen, sehr gerne. Wir arbeiten jetzt dran, gucken, dass es eine Neuauflage gibt, weil er hat es irgendwann vom Markt genommen, weil der halt eine Doktorarbeit... Sag auch mal, wie das Buch hieß. Sein Titel war damals von Kanackenbullen und Bombenlegern. 2009 ist das erschienen, aber sehr kurz. Er hat das sehr schnell wieder weggenommen, als der sich entschieden hat, seine Doktorarbeit zu schreiben. Mhm. Weil er gesagt hat, ey, ich muss darauf ein bisschen Fokus legen. Aber hätte ihm das einen Strick gedreht? Ich glaube, das hätte einfach nur ein paar Leute... Oder meinst Leute, du, Leute hätten gesagt, ah, der kommt aus der Ecke, okay, das ist jetzt so... Ich glaube schon, dass einfach in dem...
in dem neuen Bereich, in dem der unterwegs war, dass viele Leute ihn darauf reduziert hätten, ohne halt diese, also das, was wir jetzt gerade alles besprochen haben, die kennen ja den Hintergrund nicht, lesen das Buch und bilden sich direkt eine Meinung, stecken ihn in die Schublade. Und zitieren dann auch noch falsch daraus. Ja, sowas. Und er hat es halt als fiktive Story erstmal vermittelt. Das heißt, sie würden sich denken, warum schreibt der einen Roman über sowas? Er wollte einfach ein cooles Buch wahrscheinlich. Er wollte genau, weißt von uns für uns. Genau, das war sein Ding so. Genau. Und hat dann schnell gemerkt, okay, die Leute, mit denen ich mich vielleicht umgebe, werden das nicht checken. Lass es erstmal. Und der, subhanallah, vor seinem Tod, eine Woche vorher, seit drei Jahren, bettle ich ihn an. Ich so, ey, Hakam, lass uns das Buch neu auflegen, bitte. Und der so, nee, da muss voll viel umgeschrieben werden und das ist so alt. Und ich so, ey, deine Worte in diesem Buch sind aktueller denn je. Also, es ist aus dem Buch von Kanaken, Bullen und Bombenlegern von Al-Hakam Sukni, Al-Hakam. Es ist schade, dass Ausländer und Deutsche nebeneinander leben, aber nichts übereinander wissen. Der Mensch sollte immer offen für Fremdes sein und jede Gelegenheit nutzen, seinen Horizont zu erweitern. In dem Viertel, in dem ich aufwuchs, war der Großteil ungebildet, egal ob Deutsch oder Ausländer. Begriffe wie das N-Wort, Habak oder Kameltreiber waren normales Vokabular gegenüber anderen Nationalitäten. Es mag vielleicht sein, dass einige Deutsche ausländerfeindlich sind. Und es mag sein, dass einige Ausländer kriminell sind. Ja, es kann sein, dass viele Ausländer laut und emotional sind und aus jedem Geschäft einen Bazar machen. Trotzdem hat jeder Mensch die Chance verdient, dass man ihn persönlich kennenlernt, bevor man über ihn urteilt. Es ist sehr einfach, andere Menschen sofort in Schubladen zu stecken. Aber dann muss man das auch hinnehmen, dass es mit einem selbst auch getan wird. Jeder Mensch hat die Chance verdient, dass man sich seine Geschichte anhört. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Jeder Mensch braucht Aufmerksamkeit und Liebe. Jeder Mensch hat Ängste und Sorgen. Jeder Vater empfindet das gleiche unbeschreibliche Gefühl von Glückseligkeit, wenn er sein neugeborenes Kind im Arm hält. Und das Herz jeder Mutter zerbricht in tausend Teile, wenn ihr Kind leidet. Es wird aber wahrscheinlich immer Vorurteile, Nationalismus und Rassismus geben, solange es Menschen gibt. Solange wir nicht versuchen, mit dem Standpunkt des anderen nachzuvollziehen. Also den Standpunkt nachzuvollziehen. Al-Hakam Sukni, Lahmo. Danke an Banaisa, dass er das gemacht hat. Khaled auch. Khaled bei einer Demonstration hat er das vorgelesen. Und guck mal, die benutzen diese Zitate heute, um auf den Demos, diese Black Lives Matter Demos von... Vor 10 Jahren. Hakam vor 11 Jahren, der hat die Gefahren sehr früh entdeckt. Hakam hat immer Gefahren sehr früh entdeckt, weißt du? Und dann hat er sich entschieden, Doktorarbeit zu schreiben. Auch sehr wichtiges Thema für die muslimische Gemeinde, weil viele der so Extremen sagen sehr schnell, ah, du bist ungläubig und du bist ungläubig und ja, du machst das nicht, deswegen bist du ein Kafir, weißt du? Und das war seine Doktorarbeit. Seine Doktorarbeit ging um Takfir, also seine Leute als ungläubig zu betiteln, weißt du? Weil das ist eine harte Sache im Islam. Ist aber ein Islam-Ding so. Das wissen ja halt auch viele nicht, ne? Also das ist ja eigentlich auch gar nicht korrekt im Islam, andere Leute so zu verurteilen, weil... nur Gott kann, darf dich richten und du darfst gar keinen verurteilen. Genau. Du darfst jemanden an den Glauben ihm nahelegen, aber du darfst ihm nicht aufdrängen oder aufzwingen oder mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, du das. Genau. Ja, also es gibt keinen Zwang. Ja. Und, das hat der Hakam gesehen. Voll. Und Hakam, jetzt wo wir Coca-Cola trinken gerade. ey, Hakam hat 7 Jahre. Was für 7 Jahre? Was, 2001? Ey, der hat 12 Jahre. Krass, der 12 Jahre alle amerikanischen Produkte boykottiert. Echt? Keine Coca-Cola, kein Nike, Bruder, kein Nix. Nie Oreo hat der bekommen, Bruder. Ja, yeah, Mann. Ey, das ist 12 Jahre. McDonald's, der hat alles weggelassen. Der 2012 dann, weiß ich noch, hat er sich eine Dose Cola gekauft und hat die geäxt bis zum geht nicht mehr, weil dem wurde dann, also jemand hat ihm dann erklärt, das ist das Hakam, guck mal, egal wie hardcore der war, der hat sich immer deine Meinung angehört und hat sich die auch zu Herzen genommen. Weil jemand hat ihm dann gesagt, ey, was ist, wenn in den Firmen Coca-Cola und sowas Muslime arbeiten und du nimmst denen ihr Hack weg, also ihr Geld, ihr Lohn und sowas. Und dann hat er darüber nachgedacht und dachte sich, ey, ja, wenn wir anfangen, das jetzt alles zu boykottieren, geht, also klar, der wusste, dass er Coca-Cola nicht pleite macht, jetzt, mein Bruder war kein Träumer, ne? Aber der meinte aber halt, es ging ja um die Symbolik. Symbolik. Und der hat das hart durchgezogen und das habe ich sehr an ihm bewundert. Wenn er was im Kopf hatte, hat er das durchgezogen. Also er war kein Typ, der rumlabert. Ja. So, ey, boykottiert Amerika und dann hat er so eine Dose Cola in der Hand. Nicht so ein Stammtischredner, der so Dollars verbrennt Cola in Ausguss kippt und ey, wir ficken Amerika jetzt. So Bullshit, weißt du? Ja. Genau, und der hat das durchgezogen, immer wenn er das hatte und hat gesagt, ey, ich zieh das jetzt durch. So war das auch mit dem Rauchen. Der war im Niger, dort hat er Gaddafi getroffen. Richtig, Gaddafi. Gaddafi, ja, krass. Ja.
hat Gaddafi getroffen im Niger. Ja, Hagem hat auch international halt viel gemacht. Hagem hat die jordanische Polizei sensibilisiert und ausgebildet für Extremismus, also Präventionsarbeit. Früherkennung und so. Genau, und wie die Polizisten damit umgehen auch. Ja. Dann war der im Niger. Im Niger hat er dann eine harte Wendung gehabt. Der hat im Niger so einen, da hat er schon einmal dem Tod in die Augen geschaut im Niger. Hat auch aufgehört zu rauchen damals. Und da kam eine komplette Wende. Der ist zurückgekommen und hat dann gesagt, ey, alles, was ich hier so für wichtig empfinde, ist alles banal. Es ist alles so Bullshit, es ist Quatsch, weißt du? Also wenn jemand Cut the Bullshit danach hatte, dann war das Hakam, so weißt du? Weil er hat gesagt, was ich im Niger gesehen habe, wir sind unverschämt, wenn wir über etwas meckern, weißt du? Und da hat er einen krassen Switch gemacht. Wir denken, wir haben Probleme, aber Bruder, die Leute haben wirklich Probleme. Also ich glaube, ein Schlüsselerlebnis von ihm war, dass er eine Haribo-Tüte aufgemacht hat. Und die ganzen Kinder in der Wüste sind so auf ihn draufgesprungen. Er dachte sich, krass, wegen einer Haribo-Tüte, von der ich die Hälfte gar nicht essen würde, weil ich die nicht mag. Ja. So hat er sich gedacht, weil da war so Lakritz bei oder sowas. Und er meinte danach, das hat komplett sein, also komplette Sichtweise auf die Welt hat sich komplett geändert. Ihm war alles letztendlich fast schon scheißegal. Also für ihn war alles Quatsch. Für ihn war nur noch das, was wirklich wichtig ist, anzugehen und sich vielleicht darüber aufzuregen. Dann war der in, der war in Palästina. Der war in Palästina, hat der auch... Der hat gesagt, ey, wir ringen uns unser ganzes Leben über den Konflikt auf. Ey, ich will da hingehen. Ich will sehen, was da abgeht. Ist zur Al-Aqsa-Moschee, ist nach Israel, ist nach Palästina. Er hat sich das alles live angeguckt, um zu hören, ey, was sagt der Israeli? Ja. Was denkt der Israeli darüber? Wie sieht der den Konflikt? Also Hagem hat sich nie was... Er hat sich nie voll labern lassen von irgendwas. Nie was vorkauen lassen, genau. Also Hagem war voll nicht anfällig für Gehirnwäschen oder sowas. Er war ganz klar, ich beschäftige mich damit. Entweder es überzeugt mich, oder ich bleibe bei meiner Meinung. So, weißt du? Ja, Mann. Und dann ist er wieder zurück nach Deutschland, nach diesen ganzen Touren, und dann hat er Öffentlichkeitsarbeit angefangen. Genau, dann ist der... Eigentlich sogar parallel. Parallel also schon, ja. Er fing an, die ersten Vorträge zu halten und die Vorträge... Genau, haben die denn sorry, an den Unis eingehakt? Nee, genau, wir haben einen Punkt vergessen. In der Universität hat er dann die muslimischen Akademiker revolutioniert. Es gab die IHVs, die islamischen Hochschulvereine, die deutschlandweit aktiv waren. Das heißt, es sind Vereine, wo muslimische Studenten hingehen können, wenn die sich gerade neu eingeschrieben haben. Das heißt, die können sagen, hey, wo kann ich beten? Zum Beispiel für jede Stadt. Wo gibt es Moscheen? Fasten brechen zusammen. Mhm. Kann sein, dass zum Beispiel Auslandsstudenten gekommen sind, die hier keine Familie haben, damit die einen Anklang finden, damit die eine Art Ersatzfamilie haben. Oder Anschluss finden einfach. Anschluss Netzwerk. Finden, genau, Netzwerk. Also, wie nennen die das? Bruderschaften oder sowas? In Universitäten nennen die das so, ne? Es ist so eine Art Bruderschaft gewesen, dieses Ding, ne? Und hat dann die Ramsa gegründet. Und Ramsa ist der Dachverband für alle diese IHVs deutschlandweit. Er ist der Gründer mit Basim und noch jemand dritten, ich habe leider seinen Namen vergessen. Die haben das gegründet und sind auch die, wie nennt man die, Gründungsväter? Väter, waren dann später im Ältestenrat. Ältestenrat, sorry, genau das Wort habe ich gesucht. Ältestenrat sind die, und das hat halt so, das war das für, also Muslime auf Universitäten ist das so das Krasseste, was es je gegeben hat, weißt du? Dann hat quasi so Dachverband, ne? Dachverband, genau. Von den ganzen IHVs, genau, die es gibt. Und hat dann auch, als Marwa Scherbini erstochen worden ist, in Dresden. Über die wir schon mal gesprochen haben. Genau, über die haben wir schon mal gesprochen. Im Gericht wurde sie erstochen. Schwanger, vor den Augen ihres Sohnes und ihres Dings. Hat Hakam ganz klar gesagt, okay, ey, es muss jetzt einen Tag gegen antimuslimischen Rassismus geben. Ich sehe in den letzten Tagen dieses Black Lives Matter und alle Muslime auch so, ne, schreien laut auf und sowas. Mein Bruder war halt einer der Ersten, die das in die Wege geleitet haben, weil mein Bruder wusste, welche Gefahr entsteht. Da gab es die AfD und sowas noch gar nicht. Da gab es vielleicht dieses Pro-Deutschland, Pro-NRW und so. Mein Bruder wusste, ey, diese Gefahr wird groß, aber die haben meinen Bruder sehr oft belächelt. Die haben gesagt, ach, Herr Sugni, sie begeben sich zu sehr in die Opferrolle und sowas. Ja, und deswegen hat er den 1. Juli ins Leben gerufen, Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Der jetzt auch bald schon ist. Ich glaube, der wird schon sein, wenn dieser Podcast rauskommt. Wahrscheinlich. Könnte schon gewesen sein. Ja. Wenn er vorher rauskommt, solltet ihr unbedingt dahin gehen. Genau, in jeder Stadt gibt es irgendwas. Also jeder hat irgendwie eine Aktion an diesem Tag. Gibt es irgendeine Insta-Seite, die du gerade im Kopf hast, sonst blenden ich wir die ein? Ich glaube, es gibt eine Internetseite, Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Wir gucken mal, da wird alles aufgelistet. Und ja, Mann, jetzt ist das ein offizielles Ding. Also es ist, ich kann mich erinnern, die ersten Bilder haben ich mit Banaisa und Haben. Da haben wir so Schilder hochgehalten. Stimmt, ja. Das war 2000,
11, 12, 13, ja, irgendwie genau. sowas. Und jetzt ist ein offizielles Ding. Das heißt, das Ministerium unterstützt das auch und sowas. Was passiert? Hakams so großer oder? Traum war, ist, dass es ein offizieller Tag wird. Also von der Regierung akzeptierter Tag, der ganz klar im Kalender steht. So, wenn ja. du eine Kalender-App hast, dass so wie da 1. steht, Mai oder genau so, weiß mäßig. Und dieser Tag ist halt dazu, um zu gedenken. Also zu gedenken an Marwa Sherbini natürlich und auch aufzuzeigen, wir haben ein Problem mit antimuslimischem Rassismus. Deutschland hat ein Problem. So. Und das war Hakams große Arbeit jetzt zuletzt, die letzten Jahre. An Universitäten zu gehen, Vorträge zu halten gegen Diskriminierung, Prävention gegen Extremismus. Das ist das Gute. Hakam hat auch unsere eigenen Reihen kritisiert. Mhm. Hakam war nie so, ey, wir sind die Opfer ja, und wir sind das. Nein, er hat gesagt, okay, warte, wir haben Fehler. Diese Fehler haben Gründe. Wir müssen denen auf den Grund gehen. Aber wir haben auch gute Sachen. Wir haben gute Sachen, genau. Ja, der hat beide Seiten auch. Und auch, aber auch die Fehler, die wir haben, die haben Gründe. Lass uns gucken, wo kommen diese Leute her? Ah, okay, der geht nach Syrien, was ist seine Story? Ah, der war ein Dealer vorher, der hat ein gebrochenes Leben, der war ein Verbrecher. Lass uns den auffangen. Ja. Er ist das Produkt der deutschen Gesellschaft. Lass uns den auffangen. Ja, Desodog wäre dann nämlich vielleicht nicht passiert, wäre sowas vorher da gewesen. Genau, ey, Deso, also Generation von Deso, Deso ist ja über 40 oder sowas. Hätte Deso einen Hakam gehabt. Jetzt. Oder wäre jetzt. Weiß ja gar genau. nicht, ob der wirklich tot ist. Oder genau. So. War so oft schon tot. Weil Hakam auch in vielen seinen Vorträgen immer klar gemacht hat, dass diese Leute, die gerade davon überzeugt sind, nach Syrien auszuwandern, dort sich dem IS anzuschließen oder so radikal zu werden, sich überhaupt diesen Gedanken zu widmen, dass es ein Junge ist, der hier in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. So wie du, ich, er. Ja, Hakam war der, der so gemacht hat. Ey, Bruder, wohin? Was ist los mit dir? Ja, so ungefähr, genau. Dieser, und auch den Verantwortlichen hier im Land zu sagen, Leute, das sind eure Kinder. Ja. Das ist nicht irgendein Problem, das bei uns jetzt in der Community da gehen ja auch deutsche Kids rüber. Ja, 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 viele. Ja, ja, viele. 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 Wallah, ich mache einen Diss-Track gegen euch. Diese Jungs, Bruder. Ja. Und denen zu sagen, wir müssen zusammen einen Konsens finden, um herauszufinden, was fehlt denen und wir müssen das einrichten. Wir müssen irgendwas schaffen, was den Leuten den Weg weist. Ruhiger oder das Verständnis dafür, dass er nicht das System bekämpfen muss, sondern das System ändern muss, indem er lebt und da ein bisschen intellektueller herangehen muss, das hat er natürlich schon während des Studiums dann halt mitbekommen. Und da kam auch eine gute Affinität für gehabt, ne, dass er wirklich dann verstanden hat, dass du auch Lobbyarbeit betreiben musst. Und das, was man immer kritisiert hat, an den ganzen vielen Einrichtungen und wie das generell läuft, ne, dass man das auch machen muss, ne, dass es notwendig ist. Ne, weil das einfach das System einfach so bietet. Ne, aber dass man so letztendlich halt Ziele erreichen kann für die Community, die einem am Herzen liegt. Ne, oder selbstendlich für das Land, wo man, was man halt Heimat nennt letztendlich. Weißt du, einfach auf Augenhöhe sprechen. Und das hat Hakam verinnerlicht und auch weitergegeben. Einfach die Mitte. Also im Islam sagt man Sirat al-Mustaqim, also der Weg der Mitte. Ja. Also für mich hat keiner den Islam so verstanden wie Hakam. Und als Deutscher. Er hat es geschafft, sich hier zu integrieren, hat einen vernünftigen Job, zahlt Steuern ohne Ende, weißt du. Ja. Oder hat Steuern gezahlt. Und das ist das Wichtige, die Mitte zu treffen. Und die hat Hakam einfach gefunden und vermittelt. Also der Integrationsminister oder der stellvertretende Minister von NRW kommt auf die Beerdigung und sagt so, krass, jetzt merke ich, was uns fehlen wird. Ja. So, weißt du, jetzt der checkt natürlich auch, ey krass, wie wichtig die Arbeit von ihm war. Ja. Und das ist, glaube ich, was Hakam so ausgemacht hat. Diese Veranstaltung, Bruder, gibt es von offiziellen Institutionen her Unterstützung oder haben die Interesse daran, an sowas, dass sowas wirklich so zu, ich sag mal, mit deren Zusammenarbeit zu zertifizieren oder zu sagen, okay, Alter, das ist jetzt offiziell, weil es bringt ja auch eine gewisse Transparenz, genau. Auch für die. Das ist ja auch voll gut für die eigentlich. Ich glaube, bis jetzt ist es kommunal hauptsächlich. Also die Städte organisieren das. Genau. Auch jetzt der 1.7. in Solingen, genau. Da ist ja so die Hauptveranstaltung. Ja. Das ist mit der Stadt Solingen zusammen organisiert. Okay. Und, also ich muss das korrigieren, das hat natürlich Hakam gemeinsam mit der Ramsa ins Leben gerufen. Das heißt, der Ramsa hatte das. Ramsa hat das jetzt abgegeben an Claim, heißt das, glaube ich. Genau, Claim. Nee, irgendwas Claim, genau. Die haben jetzt nur Mittel, die kriegen, glaube ich, so Fördermittel dafür. Mhm. Aber das ist jetzt bundesweit. Aber es wird größer. Es wird größer, genau. Deswegen ist es wichtig, dadurch, dass Hakam halt nicht mehr in diesem Boot ist, ist es wichtig, dass die Nachkommen, die jetzt da sind, und Gott sei Dank, das sind Leute wie Hanna Attar und sowas, die da Gas geben, wichtig, dass das weitergeführt wird. Wir brauchen mehr Hakams. Ihr müsst wählen gehen. Ihr müsst euch mehr engagieren. Ja, nicht nur für euch selber, für eure Leute, für eure Zukunft, für das, woran ihr glaubt. Weil es wird keiner für euch kommen und sagen, ihr, so Hakams gibt es ganz wenige. Aber
da, wo euch kein Gehör geschenkt wird oder wo man euch keinen Platz macht, müsst ihr selber eine Community bilden, müsst ihr selber Kanäle schaffen, müsst ihr selber networken, müsst ihr selber aktiv werden. Und das geht nicht mit auf Instagram auf einmal Like drücken oder teilen. Ich bin selber, sag ich ehrlich, ihr kennt mich, ich bin selber nicht so ein Typ, der so auf Demos und dies und das, aber das hat auch mit der Musiksache zu tun, weil ich dann auch so, also man kann auch ganz schnell viele Sachen dafür verlieren. Aber Leute wie Hakam zum Beispiel haben darauf geschissen, ob sie was verlieren oder nicht und haben es trotzdem durchgezogen. Ja. Umso größer ist mein Respekt deswegen. Ja. Aber dass ich das nicht mache oder nicht so hart mache, heißt nicht, dass das nicht andere machen sollen oder dass ich nicht dafür stehe. Oder nee, dass also ich poste auch sehr oft Sachen, wo andere sagen, hey Bruder, was ist los mit dir? Bist jetzt Politiker geworden? Aber Bruder, also wenn ich das, guck mal, wenn diese Black Lives Geschichte zum Beispiel, ne, um auch darauf das Thema zurückzukommen, wenn das nicht auch in Amerika große Leute mitgepusht hätten, Bruder, das wäre doch gar nicht dahin gekommen. Nee, niemals. Nee. Was wichtig ist auch, also Hakam hat immer, du musst dir vorstellen, Hakam war auf jeder Rebell-Comedy-Show. Der hat immer alles supportet, was, vor allem was ich gemacht habe oder mitgewirkt habe. Stand der eh wie eine Maschine hinter mir. Aber der hat auch das ganze Showgeschäft. War für ihn immer, immer ein wichtiger Teil dieser Sache. So, weißt du? Und der hat immer, egal was, für ihn war es wichtig, dass die Leute machen. Und man muss nicht auf die Demos gehen. Man muss kein Professor an der Uni werden. Sei einfach gut in dem, was du tust. Genau, und wenn du dieses Mindset an jemand anderen weitergibst, dann hast du ja auch was aktiviert. Genau. Immer, ey, wenn du Taxifahrer bist, sei der beste Taxifahrer. Ja. Erzähl den Leuten, also deine Gäste im Auto, sei gut zu denen. Erzähl denen was. Erzähl denen was von der Welt, erzähl denen was von Mindset. Damit nicht alle Taxifahrer verrufen sind. Genau, verrufen sind und auch die Nationalitäten, weißt du? Also viele Taxifahrer sind Leute von uns, weißt du? Der hat an einer Front gekämpft, wo du halt nicht so die Lorbeeren kriegst. Genau, jetzt sieht man das zwar, aber da kriegst du, wenn du was bewegst, dann sieht das kaum jemand. Also jetzt sieht man das jetzt erst, wie hart dieser Job war. Und das ist, wie gesagt, sehr selbstlos. Wir haben natürlich immer so rebelliert und alles Mögliche, aber wir wollten, hey, seht ihr, wie sind das, wir hier rebellieren? Mhm. Und der hat sehr viel im Hintergrund gemacht, also Präventionen, wie viele Schulen der war, also da, wo das nicht an der großen Glocke hängt. Also viele Leute bewahrt vor dem falschen Weg. Als ich bei meinem Bruder unten im Grab war und diese Bretter drang, da hab ich gesagt, krass, das Einzige, was er anhat, ist ein weißer Laken. Er hat nur einen weißen Laken, sonst nichts, Alter. Kein Instagram-Post, kein Auto, kein Haus, gar nichts. Nur diese 700 Leute, die da oben stehen und ihn verabschieden. Und jeder von denen hat eine Story mit ihm. Also die Hälfte kommt und ruft mich an und schreibt mir, dein Bruder hat mein Leben gerettet. Wäre dein Bruder nicht gewesen, wäre ich so und so. Wäre dein Bruder nicht gewesen, wäre ich das und das. Und Bro, das kann jeder in seiner Nachbarschaft machen. Das muss nicht auf Weltebene passieren. Du kannst deinen Nachbarn schon retten. Genau, jeder im Rahmen seiner Mittel. In seiner Mittel, genau, das ist das. Ja. Und ja, Mann, deswegen ist es gruselig. Hakam ist anscheinend in seinem Grab, verändert der gerade noch so Dinge, weißt du? Also, mich schreiben Leute und ich denke mir, krass, Mann, was für ein... Das wird doch noch lange nachbeben, Bruder. Ja, ich glaube auch. Also, es ist verrückt. Als Bruder kriegt man das nicht mit, weißt du? Aber ey, Bruder, und das meine ich, wir wollten ja viele positive Sachen noch ansprechen, aber wie schön es ist, Bruder. Hammer. Ja. Ne? Das ist so, der ist nicht einfach weg jetzt. Nee. Wie viele Leute, Bruder, sind einfach weg und, ohne das jetzt böse zu meinen, aber so... Was hinterlässt du? Mhm. Wie reden die Leute über dich? Ey, Bruder, auf der Beerdigung, die war so schön. 700 Leute, Bruder. Weißt du, wie sich das angefühlt hat? Ich hab am laufenden Band Gänsehaut gehabt. Das ist so, das ist krass, Bruder. Ja. Das ist krass. Und nochmal online, keine Ahnung, wie viele Leute sich dazu geschaltet hatten. Ja, wir mussten, allein, dass wir das streamen mussten. Bruder, so für uns das sehr merkwürdig. Ja. Die Beerdigung von unserem Sohn, Bruder, irgendwie streamen. Aber, nachdem die Ramsamt uns geredet hat und sowas, haben wir gesagt, okay, krass, es muss wohl sein. Aber auch wegen Corona, weißt du? War das auch wegen Familie. Genau. Und in Jordanien und Bruder, so weiter. Ich sehe es genauso wie du. Also normalerweise passieren ja bei uns Beerdigungen, wie ich gesagt habe, das ist sehr persönlich, es passiert in einem kleinen, also es bleibt da. Ja. Es bleibt da. War ja auch ursprünglich so gedacht. Aber ey, Bruder, eigentlich, wenn ich gucke, dass bei einem Prince, Michael Jackson, Kobe Bryant, also guck mal, wie die Beerdigungen gemacht werden, das ist ja nur ein Zeichen von Wertschätzung. Das ist ja jetzt nicht so draufhalten und gucken. Das ist kein Gaffen. Überhaupt dieser Fakt, dass so viele Leute daran teilhaben wollten, dass die sich anscheinend emotional dazu bewegt gefühlt haben, da Abschied zu nehmen, dort. Genau. Das zeigt eigentlich, also so eine Perle von Mensch. Ja, und es gibt ja das Spirituelle noch. Es ist, weißt du, ich hab's auch gepostet vor ein paar Tagen, meine Mutter fragt mich, meint die Sohn, meinst du, wir sind verrückt? Ja. Sag ich, warum, Mama? Sag ich, ja, weil wir so stark sind.
Dann sage ich dir, Mama, da waren 700 Menschen, die Bittgebete machen und für uns beten, dass wir stark sein sollen und Kraft tanken. Und ich fühle das wirklich. Also es klingt vielleicht ein bisschen so abgedriftet, ein bisschen verrückt, aber ich fühle richtig, ich meine, ich habe nicht nur meinen Bruder verloren, ich habe so den wichtigsten Ankerpunkt meines Lebens verloren. Und trotzdem habe ich, also sorry, dass ich hier heute sitze und jetzt darüber rede, das ist so eine gruselige Magiekraft, so, die da ist, wo ich mich frage, ey, woher habe ich jetzt diese Kraft, hier zu sitzen und darüber zu reden? Und das merke ich einfach durch diese Menge an Leuten, Menschen, die dafür beten. Und es ist krass, es ist, also was Hakam dafür einen Impact hinterlassen hat, ist unglaublich. Und viele, die daraus gelernt haben, viele schreiben mir, ey, ich lerne, dass ich einen Anruf nicht mehr aufschiebe. Ja. Wenn ich einen Freund anrufe, dann will ich den, muss ich den sofort anrufen, ja, weißt du? Und deswegen, ich glaube, wir können alle gut davon was lernen und mitnehmen. Ja, Mann. Und ja, vielleicht einfach sehen, dass gerade in diesen Zeiten, wo Diskriminierung stattfindet, Pauschalisierung, einfach mal vielleicht in eine Talkshow jemanden wie Hakam einladen. Hakam ist nicht der Einzige deutschlandweit, der so eine Arbeit leistet. Es gibt viele da draußen, die man vielleicht mal einen Fokus auf die setzen sollte, zeigen sollte, ey, unsere Leute sind nicht Dealer und Junkies und keine Ahnung was oder Verbrecher oder Großfamilien und was weiß ich was. Nein, es gibt genug und mehr als genug, die sich hier integrieren konnten und trotzdem ihre Kultur nicht verkauft haben, trotzdem ihre Religion nicht verkauft haben, aber trotzdem Teil dieser deutschen Gesellschaft sein können. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es, dass das Hakams, also Werk so nach vorne gedrängt wird, damit man zeigt, für jeden ist es möglich. Für den Jungen aus dem Viertel ist es möglich zu studieren. Es ist für den Jungen aus dem Viertel möglich, Anwalt zu werden, Polizist zu werden, egal was. Und einstehen füreinander. Wir müssen uns viel mehr darum kümmern, weil das Leben ist so ein bisschen, es ist Instagram geworden. Alles nur Show und keine Ahnung was, aber da draußen passieren nun mal Ungerechtigkeiten, Diskriminierung, Morde, egal was. Und, genau. Und wenn man schon so Rapper am Rande supporten kann, Bruder, support auch das. Du musst das nicht auf deinem Insta-Profil posten, wenn dir das zu peinlich ist. Aber beschäftige dich damit. Geh dahin, supporte deine Leute. Wenn zum Beispiel scheiß auf Instagram. Ein Kenneck auf irgendeinem FPD-Plakat steht, lies dein Programm, wenn dich das anspricht, das Programm, und er ist gerade ein Kandidat von der SPD, Bro, gib ihm deine Stimme, arbeite im Hintergrund. Du musst dich jetzt nicht, wenn du dich schämst dafür. Aber Bro, du postest so viel unnötige Scheiße, aber jemand, der dich vertritt und der für dich sich stark macht, den lässt du links liegen und sagst, ah, mir doch egal, Alter. Wir reden von Menschenleben, weißt du? Wenn jemand kommt und sagt, ey, du hast mein Leben verändert, du hast mein Leben gerettet. Bro, das ist das Krasseste, was dir passieren kann. Ich hatte eine Zeit lang, so als ich aufgehört habe, Musik zu machen, da war so eine Zeit, wo ich richtig depri, ich war so richtig im Arsch einfach. Und in dieser Zeit kamen so die ersten Pierre Vogel-Videos raus und alles. Und ich habe so mehr oder weniger zum Islam gefunden, aber halt auf eine wirklich nicht gerade eine gute Art. So, ich habe alles abgelegt, keinen Spaß mehr gehabt. So nur noch beten, 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 beten. Und in der Zeit war Ahmed so, dass er sich Sorgen um mich gemacht hat. Ich habe in Köln studiert und Hakam hat zu der Zeit auch noch in Köln studiert. Und der Ahmed zum Hakam, ey, guck dir mal bitte den Beneißer an, ich mache mir Sorgen um den. Dann hat er mich an der Hand genommen, ist mit mir in die Moschee reingegangen, in Köln, und hat mit mir bestimmt eine Stunde darin gesprochen, so, weißt du? Einfach über Sachen, die normalerweise Tabus sind. Und mir einfach nahegelegt, dass so wie ich das gerade sehe, so radikal, ist das nicht. Du musst es ein bisschen neutraler sehen, weil er war viel mehr im Islam und näher am Glauben als ich. Und schon viele, viele Jahre, das wusste ich aber schon seit damals, seit der arabischen Schule, die Familien sind einfach sehr verankert so am Islam. Und ich persönlich glaube, dass wenn er nicht mich so ein bisschen therapiert hätte, dann wäre ich vielleicht wie viele andere, die ich auch im Kopf habe, auch namentlich kenne, so wirklich auf dem falschen Weg gelandet. So. Weil er hat auf mich eingesprochen, weil er mich schon lange kennt. Guck mal, du bist doch eigentlich der und der und der. Und das ist doch eigentlich das, was dir auch Spaß macht. Und du darfst das nicht so jetzt so verachten. Und das ist ein wichtiger Moment in meinem Leben, in der mich er, also so eine Schlüsselfigur in meinem Leben spielt. Ich will gar nicht nach Hippie klingen oder so, weißt du, oder so Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen und sowas, aber es ist nun mal, nur wir können aufeinander aufpassen, nur wir spread love, so, weißt du. Ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht nach Hippie klingen. Ich frage mich immer nur, wenn zum Beispiel du wüsstest, heute ist dein letzter Tag. Ja. Ey, ich schwöre dir, Bruder, so viele Sachen in deinem Leben würden beiseite geschoben werden und auf einmal würdest du auf so Themen aufspringen und sagen, ey, Alter, das ist doch das Ding, worauf man auch ein Auge haben musste, so, weißt du. Voll, total. Und vielleicht muss man ein bisschen bewusster durchs Leben gehen und sagen, ey, Bro,
Das Leben kann, das kam wie bei Hakam, das kann einfach von heute auf morgen vorbei sein. Guck mal, was er in 38 Jahren geschafft hat. Was hätte dieser Mann mit 78 geschafft? Dann wären da wahrscheinlich nicht 700, 7000 Menschen gewesen. Das stimmt. Und sei oder der eine, hätte gesagt, is you. Is you. Is you. Erstmal Pause machen. Aber versuch doch, so Menschen zu sein, die so etwas bewirken. Ja. Ey, nicht jeder soll ein Weltverbesserer sein. Nein, weißt du? Aber nee, Bruder, das muss man nicht. Aber du hast ja immer Momente, wo du denkst, ey, Bro, warte mal, Alter. Ja, du kannst dem Kiosk verkaufen. Genau. Kannst du schon helfen. Weißt du, wenn du reingehst und merkst, okay, ich kann ihm helfen, dann helf ihm. Ja. Weißt du, einfach positives Mindset. So. Ja, bewusster durch das Leben laufen. Also, wenn du merkst, dein Nachbar, der hat Probleme und die Kinder von denen haben Probleme, mit irgendetwas weiterzukommen, aber du siehst eigentlich, ist da Interesse, der Kleine könnte vielleicht selber studieren gehen. Einfach mal da die Augen aufzumachen und das anzusprechen. Da vielleicht, wenn man helfen kann, zu helfen. Wenn man in der eigenen Familie merkt, da ist der Kontakt nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte, den Kontakt selber suchen. Also bis heute frage ich mich, wie konnte der Hakam so viele Sachen bewegen, dass die jetzt sagen, ey, wir wissen nicht, wie wir die Projekte zu Ende bringen sollen. Keine Ahnung, wie wir das machen sollen, weil der war der Antrieb. Der Masterplan. Ja, und so viele Leute dann trotzdem zu treffen, uns Spackos noch trotzdem abends zu treffen und zu sagen, ey, Jungs, wie geht's euch, was machst du eigentlich? Und auch immer zu wissen, der war immer up to date. Vom letzten Mal, mindestens vom letzten Gespräch, wusste der noch, was wir gequatscht hatten. Was ist eigentlich damit passiert? Was ist eigentlich daraus geworden? Das hat uns das Ableben von Hakam gezeigt. Ein Ableben, nicht nur unserem Freundeskreis, nicht nur unserer Gruppe, hat ein Erdbeben verursacht. Ein richtiges Erdbeben hat er verursacht. Und das ist der Punkt. Wie viele Menschen, die ihn noch nicht mal gekannt haben, über ihn geschrieben haben, dass sie ihn einmal gesehen haben, vielleicht eine Unterhaltung von 15 Minuten mit ihm geführt haben im Bus und ihn so in Erinnerung hatten, dass Menschen den Eindruck gewonnen haben, er ist der beste Freund. Der ist derjenige, der ihm zuhört und er hat fast nichts mit ihnen zu tun gehabt, aber er erinnert sich trotzdem an diese Person und an diese Momente. Das ist ein Erdbeben, der sie hinterlassen hat. Nie jedem, auch nie, also nie jemanden verurteilt. Nee, immer auf Augenhöhe. Immer auf Augenhöhe, immer so. Auch wenn er sich über jemanden aufgeregt hat, sein letzter Satz war dann, aber der ist korrekt. Ja. Weißt du? Aber der ist korrekt. Also immer so, wa, oder so, aber egal, der ist korrekt. Ja. Weißt du? Also der wirklich ist mit dem Guten von demjenigen letztendlich ja, aber deswegen hat er auch das Karma, deswegen hat er auch so viel Gutes zurückbekommen. Ja, total. Ja. Also das ist schon krass. Aber der hat uns auch zwei wertvolle Perlen dagelassen, Bruder. Zwei wundervolle Nachkommen, die wahrscheinlich seinen Platz inshallah einnehmen. Inshallah. Und sein Sohn ist krass, sein Sohn Sufjan, ist... Bruder, Sufjan, der hat mich so beeindruckt, Bruder. Ich war unten, wahnsinnig. Egal, ich erzähle jetzt eine Privatstory, egal. Ich war unten im Grab und ich musste diese Bretter dran machen und den Sand und so. Ich habe meinen Bruder vorher auch gewaschen. Und ich bin da unten und sag zu ihm, ey, du bist halt Autopilot. Du bist nur noch so, das ist so... Was ich auch gelernt habe, ist, dass deine Psyche, wenn jemand stirbt, der dir sehr nahe ist, dass deine Psyche sehr schnell abdriften kann. So. Du hast auf einmal keine Kontrolle mehr. Also ich habe mein Leben lang habe ich Kontrolle über alles, was ich tue. Ich bin voll der Kontrollfreak auch. So. Ich überlege genau, was ich sage, was ich tue und sowas. In den Tagen habe ich gemerkt, krass, deine Psyche kann von heute auf morgen einfach so, boom, es kann Sachen passieren, die du nicht verarbeiten kannst und sowas. Und ich bin da unten und es waren drei harte Tage. So, wir waren dabei, als er gestorben ist. Dann habe ich den vorher gewaschen und alles. Und unten im Grab, während ich das mache, sage ich so zu Hakam, ich so, ey, ich mache das halt auf Hektik. Ne? Muss verstehen, oben schreien ja die Leute und sowas. Und ich mache es auf Hektik und sage zu Hakam so, ey, Hakam, tut mir leid, aber ich kann nicht mehr, Alter. Wenn ich jetzt hochgehe aus dem Grab, werde ich einfach umkippen. Ich kann einfach nicht mehr. Ja. Der Sohn von meinem Bruder ist 11. Ne, das sind 10 noch, sogar 10 Jahre alt. Ich mache das schnell fertig und denke ganz, ey, und ich entschuldige mich so bei meinem Bruder. Ich sage, so, ich will gar keinen Film auf deiner Beerdigung machen, aber ich kann einfach nicht mehr. Ich habe keine Kraft, mein Körper, meine Psyche schafft es nicht. Lass mehr. Einfach los. Ne, so. Wenn ich oben bin, Hakam, ich mache das hier noch für dich fertig. So, und dann, wenn ich oben bin, kippe ich einfach um. Die ziehen mich so aus dem Grab hoch. Ich bin oben, sag zu mir selber, okay, lass dich fallen, dreh mich nach links. Steht mein kleiner Neffe mit Schippe da, guckt mich an, sagt, Amo, machen wir jetzt Sand runter? Ich guck den an, ich so, Alter, wie soll ich jetzt Schwäche zeigen, wenn der kleine Furz, weißt du, sein Sohn, der seinen Vater verloren hat, steht da wie ein Mann mit der Schippe in der Hand und sagt, okay, machen wir jetzt den Sand drauf. Ich so, krass, Mann. Ich so, ja, Habibi, natürlich, komm, machen wir. Weißt du, also die Kids geben uns mehr Kraft, habe ich das Gefühl,
als wir aufbringen. Und das ist unglaublich. Also, Mashallah, der ist. Und die Kleine auch. Die Kleine ist auch super, weißt du? Der Dahlia auch super. Und das ist das Gute. Also, man sagt, wenn du Nachkommen hinterlässt, was von dir auch lernen. Die haben auch viel von ihm mitgenommen. Siehst du manchmal Züge bei Sufjan, wo du sagst, ey, Sufjan ist einfach Hakam. Ja, also er ist einfach 1:1 Hakam. So. Und viele Leute, die zur Beerdigung kommen, sind, die Hakam lange nicht gesehen haben, die ihn als Kind kannten. Wenn Sufjan ins Wohnzimmer kam, haben die so, hä, da ist doch Hakam. Weißt du, das ist krass. Also der ist eine Kopie, 1:1 Kopie von ihm. Das ist also heavy. Brauchen wir uns nicht wundern, wenn er seinen Platz irgendwann einnimmt. Genau, ja doch, deswegen. Also der Name El-Sukni wird nochmal. Aber echt, der hat viel hinterlassen, was der. Das ist auch schön. Weißt du, guck mal. Der hat etwas, woran er sich immer erinnern kann, der Sufjan. Ja. Der wird immer seinen Vater irgendwie so in Erinnerung behalten. Und das ist auch krass, weißt du? Letztendlich hilft da kein Haus, kein Auto, kein Nichts so, sondern das, was er hinterlassen hat. Und das ist schon. Das was ist schon auch schön fand, war in der ganzen Zeit, in dieser Trauerphase bis zur Beerdigung, waren ja die engste Clique von Hakam, von euch. Und das Krasse ist, gab es ja Momente, Bruder, wo wir so unbewusst durchgeschnauft haben und gesprochen haben und wo dem einen oder anderen wieder mal so ein Lächeln übers Gesicht gegangen ist und wo der Anas dann vielleicht mal wieder so eine Story ausgepackt hat, wo so alle lachen mussten und wir uns aber selber schon gedacht haben, ey Alter, das ist jetzt gar nicht der Moment eigentlich dafür, aber wie gesagt, ich glaube auch, Hakam hat es auch so gewollt und da sind so viele positive, lustige Geschichten entstanden, dass ich glaube, dass der Tod nicht immer das Ende ist, Bruder. Weißt du, so, so viel positive Energie wieder geblieben ist, wie ich gesagt habe, Bruder, das wird noch lange nachbeben. Definitiv. Und es klingt blöd, aber mein Bruder hat einen traumhaften Tod gehabt. Ja. Sein Tod selber war Gott sei Dank sehr schnell, weißt du. Dann die Trauer um ihn ist auch für ihn, was die Religion angeht, wie es beschrieben ist, ist es für ihn das Perfekte, wie es gelaufen ist. Es ist natürlich unser egoistischer Schmerz, der halt da ist, ne? Das Vermissen, das fehlt ein Stück so. Du fragst dich natürlich, ey, warum dreht die Welt sich weiter? Meine Welt steht gerade. Es ist aber was rein Egoistisches natürlich. Wenn es nur wirklich um meinen Bruder geht, kann man das sogar zelebrieren. Weißt du, man kann wirklich sagen, ey, Alhamdulillah, Gott sei Dank, das ist das Beste, was ihm passieren konnte. So. Nur für den Tod ist für uns natürlich etwas Ungreifbares, deswegen sind wir natürlich in Trauer und es fehlt etwas und wir vermissen ihn letztendlich. Ne? Aber Gott sei Dank für ihn, der ist nicht bei einem miesen Unfall gestorben, wo der vielleicht auch, wo man die Leiche hätte mit Narben und sowas waschen hätte müssen. Ja. Er hatte keine Überdosis oder was. Weißt du, es ist wirklich so gut. Viele Geschichten, also für ihn ist es also eine Geschichte, die wir selber kennen. Mhm. Und weißt du, auf der Beerdigung, der stellvertretende Ministerpräsident von NRW war da, aber da waren Jungs, die 10 Jahre im Gefängnis gesessen haben. Mhm. Von dieser Breite. Das waren, erklärt eigentlich schon. Es erklärt alles. Ja. Weißt du, das ist das Ding. Also da kamen Leute, die ich 10 Jahre nicht gesehen habe, weil die gesessen haben und da kommt einfach so ein stellvertretender Ministerpräsident von NRW und ich denke mir, krass. Mhm. Das ist Hakams Geschichte. Ja. Vom Verbrecher bis zum Minister. Er hat jeden auf Augenhöhe behandelt, er hat jeden vertreten und er war, das ist die Mitte. So muss ein Mensch sein und ich glaube, das erklärt einfach alles, wie Hakam war. So, weißt du? Und die Jungs waren auch Bombe. Jeder einzelne das kannst du mit Namen aufzählen gar nicht. Jeder war stramm wie ein Eins. Ja, also ich muss mich auch an dieser Stelle... Anas, Omar, wirklich, also die haben sehr, sehr... Eigentlich alle Namen, Bruder. Ich muss mich echt also, ich muss mich an die Ramsa bedanken. Die haben die Beerdigung in 2 Tagen turbo, also unter den auch noch Verhältnissen von Corona und Auflagen. Dann seine Freunde, ihr auch. Ihr standet alle stramm morgens schon, habt da alles aufgebaut und für alles gesorgt. Alle. Also ich danke wirklich jedem, der so... Weil das gibt Kraft. Leute verstehen manchmal nicht, warum es wichtig ist, einen guten Freundeskreis zu haben, einen guten Bezug zur Familie. Da merkst du es, nur das hält dich am Leben, wenn sowas Tragisches passiert. Und du kannst es einfach nicht kontrollieren, wann so eine Tragik in dein Leben kommt. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen Bruder in so jungen Jahren begraben muss. Mhm. Deswegen muss man immer nacheinander gucken. Man muss einfach manchmal einen Anruf tätigen und sagen, ey, Bro, geht's dir gut? Hast du Geldprobleme? Weiß ich nicht. Hast eine Erkältung? Soll ich einen Tee bringen? Ja. Banale Sachen. Mach es einfach. Ja. Weil wir müssen nacheinander gucken und diese Leute stehen deinen Nachkommen, falls dir etwas zustoßen würde, stehen diese Leute deinen Nachkommen bei und das habe ich gelernt und ohne euch, ohne diesen Leuten, ey, ich wüsste nicht, was mit mir in den letzten 3 Wochen passiert wäre, wenn diese Leute selbst bei uns, wären. Also sehr viele Leute, die auch während dieser Trauerphase zu uns gekommen sind und gesagt haben, auch dich gefragt haben, ey, wir haben das jetzt hier so ein bisschen nebenbei beobachtet,
so viele Jungs, was ist denn die Geschichte bei euch? Also was ist die Story hinter den Leuten? Die Leute kommen nicht auch klar. Das sind so 10 Jungs, Deutsche, Türken, keine Ahnung aus was. Jeder Nationalität, aus jedem... So eine Clique und die haben so einen Vortritt. Vortritt sogar vor der Familie. Ja. So. Die so, ey, was ist das? Ich sag, ey, das ist Freundschaft, das ist Familie, das ist echte Freundschaft. Ja. Das ist nicht so auf Business, was wir halt viel unserer Parallelen immer erleben, dass viele Kontakte nur auf Business laufen und sowas. Aber das ist Familie, weißt du, also alle Jungs. Und selbst wir mussten auf diese schmerzhafte Weise mussten wir lernen, also der Hakam hat uns ja viel beigebracht, dass wir uns trotzdem noch enger nacheinander fragen müssen. Voll. Uns umeinander kümmern müssen, weiterschauen müssen, dass die Leute auch vorankommen und dass die ihr Leben so leben, wie die es am schönsten und am perfektesten machen können. Genau. So wie uns das Hakam eigentlich in vielen Botschaften mitgeteilt hat. Ja. Und auch manchmal einstecken. Weißt du, Hakam hat manchmal viel, einstecken. Hakam hat viel eingesteckt, damit er den Leuten helfen kann, damit der Leuten ein Familiengefühl gibt. Das heißt auch für sich selbst manchmal auch Dinge zurücktreten auch mal, genau, weißt du, die vielleicht auf etwas scheißen, was ein Vorteil für dich gewesen wäre und zu sagen, nee, ey, jetzt muss ich ihm beistehen, so. Ja. Und ich hoffe, dass die Leute, die ihn kannten und das gesehen haben, einfach das mitnehmen, so, und vielleicht kann man das auch irgendwie an die Leute draußen so noch stärker transportieren. Es geht wirklich, ohne wie ein Hippie zu klingen, es geht um Liebe, so, es geht darum, einfach füreinander da zu sein und positive Vibes vermitteln. Und damit kannst du vieles bekämpfen. Du kannst Ungerechtigkeit damit bekämpfen, du kannst Diskriminierung damit bekämpfen, du kannst Rassismus damit bekämpfen. Ich glaube, das ist stärker als jede Waffe, weißt du? Wie nah der Tod ist, wie nah einfach. So da, der ist mit uns, hier, überall. Kann jederzeit, kann er dich abholen. Es war einfach so von einem Moment auf den anderen. Du kommst, du siehst Hakam wie immer. Es sind die üblichen Sprüche, der war ja jetzt nicht ruhig, der war in seiner Arbeit ruhig, aber wenn der gekommen ist in die Gruppe rein, dann hat der erstmal dem anders 10 Sprüche geklopft und es ging um Basketball, wir wollten gerade spielen und da ging es erstmal los, wer zieht jetzt wen ab und alles ist ganz normal wie immer und von einem Moment auf dem anderen ist so, jetzt ist deine Minute gekommen. Das war mit, natürlich, du redest immer über den Tod und du redest immer darüber, irgendwann sterben wir sowieso alle, aber es ist so fernab. So Tod passiert irgendwo im Krankenhaus oder sowas, aber nicht hier. Und das ist eine Sache, die ich aus diesem Tag mitgenommen habe, ist wirklich, wie nah der Tod bei uns ist. So, das darf man nicht vergessen. Allein wie wir schon reden, so, das ist immer noch nicht 100% angekommen, so, weißt du? Und es braucht einfach seine Zeit und... Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass man die Zeit, die man hat mit Menschen, weißt du, dass man die auch dementsprechend nutzt, weißt du, dass du im Nachhinein nicht irgendwie Dinge bereust, dass du es nicht gemacht hast oder sowas. Ich hätte mir auch selber für mich jetzt gewünscht, so, weißt du, einfach mehr in Erfahrung zu bringen, was seine Arbeit angeht oder sowas, weißt du. Ja, die Zeit ist limitiert und begrenzt. Und ich war mit meinem Sohn, was voll krass war, weil der hat mich halt noch nie weinen sehen. So. Und dann sagt er so, Papa, was passiert, warum weinst du denn? Ich sag, der Hakam ist gerade gestorben, ein guter Freund ist gestorben. Und dann sagt er, ja, aber warum weinst du denn da? Und ich sag, ja, ich sehe den jetzt ganz lange nicht, der ist jetzt in den Himmel gegangen. Und dann sagt er, kommst du denn auch in den Himmel? Ich so, wenn Gott will, komme ich vielleicht auch in den Himmel. Dann sagt er, ja, dann siehst du ihn ja wieder. Und man sieht halt auch, wie ähnlich Ahmed und Hakam sich waren. Also wir haben einmal, haben wir Tekken gespielt, Cenk war dabei, haben wir lange Tekken gespielt. Und der Ahmed hat die ganze Zeit uns mit Law voll die Abreibung gegeben. Und wir so, der drückt einfach nur irgendwelche Knöpfe. Und so 3 Sessions später oder was, war Hakam dabei. Und der wusste gar nichts von dieser Ahmed-Action. Der hat dasselbe gemacht. Er hat dieselbe Figur genommen, er hat dasselbe gemacht. Da hat man gesehen, okay, das sind Brüder, auf jeden Fall. Die machen genau das Gleiche. Der Oma kennt das, gerade wenn der Hakam mit ihm auf Schach gespielt hat und gewonnen hat, hat der Hakam eine Woche lang gepostet, ne? Hat Bilder gepostet und wie der Oma geschlagen hat. Und genau so war es in der Kindheit, ne? Der musste 3 Tage, 4 Tage darüber reden, ne? Das war für ihn, ne? Ja? Der hat geliebt, es zu gewinnen. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ich war ja vorgestern auf einer Beerdigung in Neuss für jemanden, der für mich ein großer Mentor und ein großer
jemand war, der dem genau dieser Kampf und genau diese Aufklärungsarbeit auf eine sehr sanfte, schöne Weise, also vielleicht nicht unbedingt immer so frech, wie ich das dann vielleicht mache, auf eine unheimlich sanfte, schöne Weise wichtig war, Hakam Suchni, der verstorben ist. Und deswegen will ich an dieser Stelle einfach einen Shout draus geben, dass er in Frieden ruhen möge und dass er viel uns allen beigebracht hat. Und ich war auf seiner Beerdigung und es war unglaublich, es waren 300, 400 Menschen waren da, trotz Auflagen und Regen und alles und Corona, und hat auch eine unglaubliche Familie. Und die haben... ja, ich wünschte, er wäre genau der Richtige gewesen für den Moment jetzt und hätte die richtigen Worte gefunden für die Lage jetzt und hat so viel getan für die, in dem Fall jetzt für die muslimische Community, aber insgesamt einfach in Richtung Menschlichkeit und Zusammenhalt so. Tun wir Hakam einen letzten Gefallen, und er hat einen Song gehabt, den er sehr, sehr, sehr gemocht hat. Und ich glaube, unser Bruder Onichiwa, der hat da eine Kleinigkeit für uns dagelassen. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank an alle, die uns da beigestanden haben und an unserer Seite standen. Und ja, Mann, die letzten Minuten gehören Hakam. For the stars, you had to go, but not that many, 'cause you're the only one, we love you endlessly, you know very well, don't let them hold you down, don't let them hold you down, you had to go, but not that many, 'cause you're the only one, we love you endlessly.